Servus, hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir hatten massive technische Probleme, das schiebe ich schon mal vorweg. Deswegen, falls irgendwas nicht klappen sollte, haut in den Chat rein, wir versuchen das on the fly zu fixen. Ja, wir haben es gerade gesehen, aus gegebenem Anlass habe ich noch mal ein kleines Video eingespielt. Bevor wir mit dem Klassiker Dortmund gegen Bayern und Tacheles anfangen oder zum Fußball widmen, machen wir einen ganz kurzen Exkurs, wie gesagt, aus gegebenem Anlass. Die NFL war mal wieder in Deutschland gewesen und zwar heute in Frankfurt mit dem Spiel Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs. Es war mega geil und die Stimmung ist mal wieder komplett eskaliert. Leider gab es davon noch kein Video, deswegen habe ich das nochmal von letztem Jahr in München eingespielt. Und also Gänsehaut pur, wenn man das hört. 75.000 Deutsche
die Country Road singen bei einem amerikanischen Sport. Wahnsinn. Und ja, damit gehen wir auch direkt mal in die Runde rein. Rein zu unseren Jungs. Wie gesagt, ich hoffe, vom Mikrofon her ist alles in Ordnung. Wenn nicht, schreibt es in den Chat. Wir haben wieder das Drecksmikrofon ausgepackt. Ich hoffe, diesmal funktioniert. Es alles. Und in diesem Sinne sag ich doch mal Hallo in die Runde. Hallo Babalais, Don Genio und Toto. Ja, Servus. Servus zusammen. Servus. Toto, vielleicht möchtest du auch noch kurz was sagen. Du bist ja auch NFL begeistert. Bevor wir mit den harten Themen einsteigen, ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen Emotionen. Was sagst du zu der NFL in Deutschland und der Stimmung und zu dem Spiel heute? Ja, Stimmung war super, Spiel war auch super, toller Abend oder toller Nachmittag, kann weitergehen. Ne? Habe eben noch mal kurz mit dem Roger Rücksprache gehalten. Der hat mir gesagt, der Super Bowl wird in den nächsten Jahren in Deutschland na oder nach Deutschland kommen. Wäre natürlich super. Ne? Also nein, wunderbar, super, toll. Ne? Mittlerweile zwei Spiele, gut. Ich meine, das wird wahrscheinlich irgendwann wieder auf ein Spiel reduziert. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt zwei Spiele, weil in Mexiko noch das Stadion saniert oder renoviert wird. Und dann geht das eine Spiel ja wieder zurück nach Mexiko. Aber klasse, toll. Wäre natürlich schön, wir würden irgendwann mal Karten bekommen und könnten selber hin. Aber gut, bei den Vorbestellungen schwierig. Ja, da könnte man ja auch so einen kleinen Schwierig. Vlog Ja, da machen. könnte man ja auch in so Ja, aber du hast schon gesagt, ich glaube, 1 Million Kartenanfragen gab es. Oder vielleicht sogar diesmal 2 Millionen. Ich glaube, 1 Million war letztes Jahr gewesen. Das ist natürlich schon krass. Und ja, das war auch schon unser kleiner Exkurs gewesen. Gib mir kurz eine Millisekunde, weil ich glaube, das Drecksmikrofon ist einfach scheiße. Ich switche mal kurz um. Thorsten, sag doch mal, wer ist denn dein Lieblingsspieler in der NFL, damit du mal kurz überbrücken kannst. Ja, mein Lieblingsspieler in der NFL, der spielt leider nicht mehr. Das war natürlich Tom Brady. Also bin großer New England Patriots-Fan. Schon seit 1996 war der erste Super Bowl, den ich gesehen habe. Patriots damals gegen die Packers. Seitdem großer Patriots-Fan und Tom Brady war natürlich ein wahnsinnig toller Spieler. So aktuell gibt es natürlich sehr, sehr viele gute Spieler. Ich bin ähnlich wie beim Fußball ein Fan der Offensive. Das heißt, es kommt für mich sowieso nur ein Quarterback oder ein Wide Receiver in Frage und vielleicht ein guter Tight End. Ne, Kelce mit Sicherheit Top-Spieler. Tyreek Hill haben wir heute gesehen, Top-Spieler. Der beste Spieler überhaupt im Moment in der NFL ist für mich zweifelsohne Patrick Mahomes. Ne, weil letztes Jahr die Playoffs gesehen hat und gesehen hat, wie er da die Chiefs zum Titel geführt hat mit Verletzung und allem Pipapo, das war schon grandios. Das habe ich so in der Form auch noch nie von einem einzigen Spieler in dieser Sportart gesehen, weil ne, mit der Verletzung, die der am Fuß hatte, das war schon wahnsinnig letztes Jahr, was er da geschafft hat. Und wie gesagt, für einen Quarterback sind auch die Füße unheimlich wichtig. Und Oh ne, ich ja. glaube, er hat auch wahnsinnig viele Rushing Yards noch hinbekommen, trotz im Grunde genommen nur noch, dass er einen Fuß hatte. Also es war schon Wahnsinn. Toller Spieler. Super, ich danke dir. Du hast wunderbar die Zeit überbrückt. Das war der letzte Versuch mit dem scheiß Drecksmikrofon. Tonor USB-Mikrofon. Wenn ihr das seht bei Amazon, macht einen Riesenbogen drum. Wenn einer euch das schenken will, dann sagt, kannst du behalten den Driss. Das war unser kleiner Exkurs gewesen. Ein bisschen warm reden, bevor wir uns den gewohnten Gefilden widmen. Mein Mikro ist leise, sagte Babalais. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist immer noch leise oder bist du noch ein bisschen in der Zeit zurück? Na, ist gut, ne? Ja, ich hoffe, im Stream kommt es auch gut an. Wie Ich gesagt, wir hoffe, im Stream hatten, kommt kommt es auch gut an. Heute massive technische Probleme gehabt. Deswegen sind wir ein bisschen später hier. Verzeiht uns das. Die Technik versucht uns einen kleinen Strich durch die Rechnung zu machen. Ja, aber jetzt sind wir da und haben mal kurz das Thema NFL angeknabbert. Es ist denkwürdiges Sportereignis gewesen, deswegen wollte ich euch kurz diese Impressionen mitgeben und auch einfach mal kurz das Thema ansprechen. Kommen wir zu unserem Kerngeschäft. Und da geht es natürlich sofort ab mit unserem Thema Numero Uno. Und zwar gab es den Klassiko. Ja, das große Match Dortmund gegen Bayern.
So, jetzt sind wir auch bildlich da. Dortmund gegen Bayern München am Samstagabend zur besten Sendezeit. Und bevor wir uns den Geschichten um das Spiel drumherum widmen, wollen wir doch mal aufs Sportliche eingehen. Die Bayern, also eins vorweg, ich habe sehr viel negativ über die Bayern gesprochen in den letzten Wochen, weil mir die Ergebnisse waren gut gewesen. Spielerisch hat mich das gar nicht überzeugt. Ich will da jetzt nicht nochmal komplett ausholen. Könnt ihr gerne die VODs der vergangenen Tacheles Live-Talks reingucken. Da gibt es einiges zu dem Thema zu sagen. Jetzt, am Samstag allerdings, muss ich sagen, habe ich eine komplett andere Bayern-Mannschaft gesehen. Also spielerisch, oder von den Spielern her sowieso. Ja. Ein Kimmich war draußen gewesen, Goretzka ist zurückgekehrt, Upamecano ist zurückgekehrt, angeschlagen. Und es war eine ganz andere Taktik gewesen. Ja, die Bayern haben nicht wie in den letzten Wochen sich hinten reindrängen lassen oder vielleicht auch absichtlich defensiv gespielt. Man weiß es nicht so genau. Ich bin ja bei den Taktikbesprechungen nicht dabei. Sondern die haben relativ offensiv nach vorne gespielt. Und ja, was soll man sagen? Nach dem Kopfballtor, nach einer Ecke in der 4. Minute und einem Tor vom guten Harry Kane in der 9. Minute war eigentlich das Spiel auch schon durch gewesen. Die Dortmunder, ja, haben nicht ins Spiel gefunden. Die zwei schnellen Gegentore haben danach kein Mittel mehr gefunden, irgendwie zurück ins Spiel zu kommen. Die Bayern haben meiner Meinung nach das Spiel kontrolliert. Ungefährdeter 4:0-Sieg. Die Dortmunder sehr schwach gewesen, kaum Torchancen gehabt. Das ist erstmal so mein erstes kleines Fazit zu diesem Spiel gewesen. Babalais, fass doch mal aus deiner Sicht zusammen als unser Dortmund-Experte, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wenig überraschend, wenn man sich das VOD des letzten Talks, meine Vorhersage anhört, kam alles so wie vorhergesagt. Klar, jetzt ein frühes Tor in der 4. Minute nach einer Ecke, nach einem kleinen Pläuschen und einem kleinen Flirt zwischen Upamecano und Schlotterbeck auf Französisch. Ja, aber kam alles wie vorhergesagt. Die Bayern werden Druck machen, die Bayern kommen übers Tempo. Besonders beim Tor vom ersten Tor vom Kane gesehen, in den Rücken gespielt vom Hummels, so Sané war, hat dem in zwei Sekunden hat er dem 10 Meter abgenommen. Über die Flügel, klar, also einen Wolf rechts aufzustellen gegen ein Sané oder ein Coman, Halleluja. Eriasson ging noch einigermaßen, ne, hat es wenigstens versucht, aber totale Überforderung in der Abwehr. Und es ist das, was ich gesagt habe. Du hast viel kritisiert, die Bayern. Ich habe dir auch gesagt, du hast recht mit der Kritik. Die Bayern haben damals zu Robben und Ribéry-Zeiten haben sie nach 30 Minuten in der Regel immer 2-3-0 schon geführt. Und dass man dieses Spiel noch als Klassiker benennen kann, benennen soll, bezweifle ich, wenn man sich die letzten 10 Ergebnisse zwischen den beiden Mannschaften anguckt, ist das eigentlich ein Pflichtsieg für die Bayern. Und das Einzige, was man bei den Bayern gestern kritisieren kann, ist, die haben viel zu wenig Tore aus den Situationen gemacht. Der letzte Pass hat oft gefehlt, Kleinigkeiten haben gefehlt manchmal. Also die Bayern hätten deutlich höher gewinnen müssen. Ich glaube, sie hatten ein bisschen Mitleid. Ja, aber das war schon. Das waren zwei verschiedene Welten. Ja, ich glaube, Mitleid haben sie nicht gehabt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auch wenn du sagst, ja klar, die letzten Ergebnisse, die letzten Jahre waren immer relativ deutlich gewesen. Aber da ist so viel passiert zwischen diesen beiden Mannschaften, dass, glaube ich, da immer noch genug Feuer mit drin ist, dass beide Seiten jederzeit eine Demütigung des Gegners ja, gerne in Kauf nehmen würden. Ja, Don Günni. Vielleicht mal an dich die Frage, die klassische Frage. Waren die Bayern so gut oder waren die Dortmunder so schlecht? Hörst du mich? Das schreit, schreit. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. So, hört ihr mich jetzt wieder? Jetzt hören wir dich, ja. Okay, sorry. Ja, wie gesagt, ihr seht schon, heute der Tag ist mal wieder verflucht mit der Technik. Dann stelle ich nochmal an dich, Don Günni, die kurze Frage.
Also ich war kurz gewesen, kann ich so wiederholen. Den Babalais wirst du ja gehört haben, kannst auch gerne Ja. dazu was sagen. Aber von mir wäre jetzt erstmal die Frage, waren die Bayern so gut oder waren die Dortmunder so schlecht gewesen? Ja, in erster Linie würde ich mal sagen, die Bayern waren gestern wirklich, sie waren sehr, sehr stark. Also war, wie auch schon Babalaes gesagt hat, sie sind halt eben über die Flügel gekommen. Es war mit Sicherheit das beste Spiel. Chancen, sagen wir mal, Chancenverwertung, hätte was mehr sein können. Ich hoffe nur, dass Newcastle sich das Spiel genau angeguckt hat. Dann wissen sie, wie sie die Dortmunder knacken können. Ne? Ich finde halt eben nur, wie man in so einem Spiel, wo die Dortmunder ja im Grunde genommen hinter Bayern immer die Nummer 2 sein wollen, und dann so ein Angsthasen-Fußball spiele wie die, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, weil es war richtig, was Babalay sagt, ne? Über die Flügel sind die Bayern stark, aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch andere Mannschaften, die können gegen diese Außenstürmer verteidigen. Aber das war ja teilweise, was die Dortmunder da abgeliefert haben. Das hätte man ja auch unter der Überschrift schreiben können, Arbeitsverweigerung, weil so ein Terzic, der weiß ja und er kennt die Stärken der Bayern ja. Also deswegen kann ich schon meine Mannschaft dementsprechend einstellen. Aber so ein Klassenunterschied. Und wenn man jetzt mal zurückliegend jetzt auch sieht, ne, das war jetzt, hat zwar mehr Spiele gegeben, aber ist jetzt schon 11 Jahre, nein, 11 Spiele in Folge, wo im Grunde genommen die Dortmunder bis auf das 2:2 letztes Jahr, das Geschenk vom Aitekin, gegen 10 Mann dazu glücklich 2:2 gespielt haben, aber da muss man sich wirklich hinterfragen. Ja, Ja, aber war jetzt Bayern zu stark oder war Dortmund zu schwach? Du hast jetzt beides gesagt. ich habe ja gerade gesagt, ich finde schon, dass die Bayern sehr stark waren, aber das hat ja nichts damit zu tun. Deswegen kann ich ja trotzdem dagegen halten. Also ich meine, das ist immerhin Dortmund. Ich meine, klar, ich gehe mal davon aus, alle 11, die da gestern in der Startelf bei Dortmund waren, Babalaes, gebe ich dir Brief und Siegel, da wird kein einziger würde in München in der Stammelf stehen. Kein einziger. Aber man kann sich ja trotzdem, ist ja, was ich sage, gibt ja auch andere Mannschaften, die gegen Bayern diese Außenstürmer oder diese Qualität auch, sage ich jetzt mal, ja, stören können oder verteidigen können. Aber wie gesagt, sei doch mal ehrlich, in 90 Minuten, die Nachspielzeit rechne ich gar nicht dabei, zwei Chancen. Einmal von dem Malen in der 45. Minute und einmal vom Reus irgendwo in der 60. oder 65. Ja, das sind für mich, da sind die Ansprüche, die müssen schon anders sein. Aber wie gesagt, wer jetzt gestern, Bayern hat stark gespielt, gut, dann kann ich halt eben nur sagen, der Mann halt eben die Dortmunder wirklich schlecht, ne? Deswegen sage ich ja, ich hoffe nur, dass Newcastle sich das Spiel angeguckt hat und dann werden die Dortmunder, die spielen glaube ich am Dienstag gegen Newcastle, na, da werden sie da ihr nächstes blaues Wunder erleben und ich kann nur sagen, die Bayern haben Also gestern. hoffst du auf eine Niederlage von Dortmund in der Champions League? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Babalais, und würde sagen, Bayern München hat ihnen gestern schon das K.O. in der Champions League besorgt. Ach so, okay, verstehe. Ja, das sind schon mal starke Worte. Bleiben wir doch erstmal noch bei dem Spiel von Samstag. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu bereden. Toto, du kannst natürlich auch gerne jederzeit eingehen auf das, was die beiden gesagt haben. Ansonsten kriegst du von mir jetzt erstmal die Frage, du hast ja schon vorher gesagt, dass das ein deutlicher Sieg der Bayern wird. Ja, was hat dich so positiv gestimmt und warum ist es so eingetreten, wie du es vorher gesagt hast?
Ja, das war vielleicht auch ein bisschen Glück gewesen. Also ich bin ja immer positiv gestimmt und wenn du mich jetzt nach jedem Spiel fragst, würde ich wahrscheinlich nach jedem oder vor jedem Spiel gleich antworten, das wird ein klarer Sieg für Bayern, außer wenn wir gegen Real oder gegen Manchester City spielen. Dann würde ich sagen, vielleicht wird nur ein Sieg mit 2 Toren Unterschied. Nein, wir müssen das schon alles realistisch einsortieren. Klassiker war eben die Frage. Natürlich ist ein Klassiker, sind die beiden besten deutschen Mannschaften. Punkt. Gibt keine Diskussion. Beiden besten deutschen Mannschaften der letzten 25 Jahre. Ende aus. Also wenn das nicht ein Klassiker ist, dann weiß ich es nicht. Es ist auch richtig, dass wir natürlich eine unheimliche Diskrepanz haben in dem, was Bayern München jedes Jahr für eine Mannschaft ausgibt im Vergleich zu Borussia Dortmund. Da haben wir ungefähr auf Etatsebene einen Unterschied von 150 Millionen Euro. So, jetzt wisst ihr selber, 150 Millionen Euro, ein guter Spieler, ein Top-Spieler, Marc Kane, kostet 25 Millionen, teil die 150 Millionen durch die 25 Millionen, da weißt du, was am Ende des Tages Dortmund an Spielern fehlt. Am Samstag hat Bayern München ein überragendes Spiel gemacht. Sie sind so, wie es gelaufen ist, nach 9 Minuten schon mit 2-0 in Führung gegangen. Das hatten wir leider Gottes aus neutraler Sicht sehr, sehr häufig in diesen Spielen gehabt. Und wenn du nach 9 Minuten 2-0 gegen Bayern München zurückliegst, das ist im Grunde genommen schon wie ein Todesurteil. Also dann hinzugehen und von Arbeitsverweigerung zu sprechen bei Borussia Dortmund, sehe ich überhaupt gar nicht. Sie lagen gegen Frankfurt, ja. Sie lagen gegen Frankfurt auch 2-0 zurück. Also das ist ja keine... Das ist ja, gut, aber das eine ist halt Frankfurt und das andere ist Bayern München. Ich glaube, das ist gegen Bayern schon eine ganze Ecke schwerer zurückzukommen als gegen Frankfurt. Nein, man muss schon am Ende des Tages muss man schon auch hingehen und muss sagen, Bayern München hat einen sehr, sehr guten Tag erwischt und du hast auch in den Jahren, wo Borussia Dortmund erfolgreich war oder sehr, sehr erfolgreich war, wo man Meister geworden ist, 2011 und 2012, die Beteiligten damals, Watzke, Zorc, Klopp, die haben es immer wieder gesagt, ein Stück weit haben wir das auch nur in den Jahren geschafft, weil in den Jahren Bayern München auch nicht so dominant war. Ja, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, es ist natürlich für Borussia Dortmund unheimlich schwierig, in einer Liga mit Bayern München zu spielen. Ja, das ist halt so. Ja, ja, aber Toto. Da muss ich schon direkt, tut mir leid, dass ich dazwischen grätsche, aber wie schlecht sollen dann die Bayern noch auftreten? Sie haben letzte Saison eine beschissene Saison hingelegt. Und selbst da hat es ja Dortmund nicht geschafft, die Meisterschaft einzufahren. Und jetzt waren sie mit Sicherheit nach dem Pokal-K.O. waren sie ja nun mehr wie angeschlagen. Und du musst ja auch mal davon ausgehen, wir hatten ja auch noch etliche Ausfälle, die wir verkraften mussten. Jetzt kann man hingehen, kann sagen, ja, aber sie haben ja immer noch eine spielstarke Mannschaft. Aber jeder weiß im Fußball, wenn gewisse Schlüsselspieler auf einmal fehlen, ja, dann wird es schwer. Also mich würde mal interessieren, wie schlecht Bayern München eigentlich noch sein muss, dass vielleicht mal Dortmund reingrätscht und ob die noch einem Klassiker oder Klassiko gerecht werden. Also das bezweifle ich. Na gut, Dortmund konnte sich vor der Saison nicht leisten, sich einen Stürmer für 100 Millionen zu kaufen. Davon spricht der Thorsten, von der Diskrepanz. Ja, Leis, aber wenn du mal ehrlich bist. Leistungsträger wir verloren haben die letzten Jahre. Ja, Leis, ihr habt Geld ohne Ende eingenommen. Ihr habt Geld für den Haaland bekommen. Ihr habt Geld für den Bellingham bekommen. Da willst du mir doch nicht erzählen, dass ihr keine Stürmer verpflichten könnt. Ihr habt 3 Stürmer. Ja, tut mir leid. Da frage ich mich, warum habt ihr Moukoko, warum habt ihr Haller und warum habt ihr Füllkrug? Das würde mich mal interessieren, weil wenn die alle 3 Schrott sind... Adeyemi hast du vergessen. Ach, Adeyemi kommt ja mehr über die Flügel. Ich rede jetzt wirklich von klassischen Mittelstürmer. Ja, tut mir leid, wenn die alle 3 Schrott sind, da frage ich mich, warum habt ihr die unter Vertrag? Und da willst du mir erzählen... Weil wir uns nicht leisten konnten, einen Spieler für 100 Millionen zu kaufen. Ja, aber Unterschied. Ihr hättet Füllkrug euch aber auch... 10 Millionen, der eine kommt aus der Jugend, ist noch ein halbes Kind und der dritte hat halt mal eine schwere Krankheit gehabt und kommt nicht auf die Beine. So einfach ist das. Wir können nicht einfach klaps, 100 Millionen, danke, wir haben einen neuen Stürmer. Ja gut, aber ich meine, der Bellingham ist doch verkauft worden für Was macht 100? Ihr denn mit dem Geld? Der Toto,
Der Toto hat sich schon mal in dem Tacheles aufgeklärt. Wenn man 100 Millionen einnimmt, hat man nicht 100 Millionen in der Hosentasche. Ja, das ist immer noch klar, aber das ist ja auch nicht das einzige Geld, was in den letzten Jahren gemacht hat. Ja, aber, für viel Geld aber Dortmund, aber es geht um Ablöse, es geht ja auch um Gehälter. Du kannst das Gehaltsgefüge von Dortmund nicht kaputt machen, indem du jemanden einen Vertrag gibst für 25 Millionen im Jahr und dann kommt der Rest und will auch mehr Geld haben. Dann hast du Dortmund. In dem Süle konntet ihr ja auf einmal auch 12 Millionen geben. Komisch. Ja, wir reden von 12. Kane verdient keine 12 Millionen für das Doppelte. Ja, darum, es geht um das Gehaltsgefüge. Außer dem Reus und dem Süle verdient keiner so viel Geld in Dortmund. Also, da redet doch nicht jetzt über Gehaltsgefüge. Letztendlich geht es doch darum, ihr hättet genauso hättet ihr Spieler verpflichten können, weil wenn ich einen Haaland verkaufe und wenn ich einen Bellingham verkaufe und summa summarum über 200 Millionen einnehme, tut mir leid. Da weiß ich nicht, ob man sich da nicht. Ne? Ihr wart doch an dem Argentinier, ne? Alvarez oder wie heißt der? Ja, Alvarez, ne? Mittelstürmer. Ja, Mittelstürmer ist der Alvarez. Der ist Mittelstürmer, ja. Und hättet ihr ja die drei Luschen wegtun können. Füllkrug, Haller und Moukoko. Das war ein anderer Alvarez. Das war der defensive Sechser von Ajax Amsterdam. Nein, ich meinte der Mittelstürmer von Argentinien, der war doch auch bei euch im Gespräch. Nee, weiß ich nichts von. Hast du exklusiv gerade? Ja, ich bin immer exklusiv unterwegs. Ja, ihr erfahrt den neuesten Shit hier bei Tacheles. Also ich meine, es gab schon ein paar Probleme bei den Dortmundern natürlich. Wenn man jetzt mal auf das Bayern-Spiel jetzt vom Samstag zurückzukommen, wenn man dann Mats Hummels sieht, du hast gerade angesprochen, Babalais bei dem, was war es das, 3-0, ja, wo der Sané geschickt wird und wirklich, weiß ich nicht, gefühlt. 2-0, okay, sorry. Achtmal so schnell läuft wie der Hummels, da muss man sich halt schon fragen, wie kann das passieren, dass ich so einen Hummels aufstelle? Ich meine, klar, Hummels hat eine gute Saison, okay. Die anderen haben nicht so eine gute Saison. Aber es ist doch logisch, dass wenn ich weiß, dass da ein alter Mats Hummels spielt, der, weiß ich nicht, einen Topspeed von, keine Ahnung, 24 km/h oder sowas hat, habe ich jetzt mal so in den Raum gestellt. Ja, aber Sven, wenn du in die Analyse reingehst, dann siehst du doch, dass es ja nicht nur am Hummels lag. Wo war denn der rechte Verteidiger, der Wolf? Ja, klar, aber ich meine, ja, aber man weiß ja, dass die Außenverteidiger bei Dortmund jetzt auch nicht gerade die besten sind und dass die Innenverteidiger ein bisschen mitrackern müssen. Und da ist doch umso logischer, dass ich jemanden reinstelle, weil der Süle deutlich schneller ist als ein Hummels. Der Süle ist im Antritt aber nicht so schnell. Der ist in der Endgeschwindigkeit schnell. Im Antritt hätte Sané genauso. Das war aber ein langer Pass gewesen. Vielleicht hätte er das nicht gemacht. Aber der war ja schon im Sprint drin und dann kam der Pass von Goretzka blitzeblank wie ein heißes Messer durch Butter. Ja, der Pass war Weltklasse, aber wie gesagt, bei den meisten Tempo gesehen durchschnittlichen Bundesligaspielern wäre das. Aber ich habe euch gesagt, in der Prognose vor dem Spiel habe ich gesagt, es wird ums Tempo gehen und Dortmund hat keine Chance, mit dem Tempo der Bayern auf allen Ebenen mitzuhalten. Da geht es um die Flügelabwehrspieler, also die Außenverteidiger und die Flügelstürmer. Das ist eine ganz andere Welt. Wie oft die den Ball durch die Schnittstellen gespielt haben und durch waren die Bayern, da hast du keine Chance. Das heißt, die einzige Möglichkeit, taktisch hinzugehen, ist, dass die Mannschaft tiefer steht. Und das hat der Terzic eben nicht gemacht und die Bayern haben das eiskalt ausgenutzt. Ja gut, das war aber auch nach 9 Minuten erledigt. Ne? Insofern müssen wir sagen. Ja, aber auch alle, egal die Taktik, selbst wenn Terzic gesagt hätte vor dem Spiel, wir stellen uns hinten rein, das war ja nach 9 Minuten erledigt. Ja, da lagst du ja 2-0 zurück, da musst du ja aufhören. Und nochmal, was du eben dieses so mit Hummels, muss ich sagen, also Hummels spielt eine grandiose Saison und der Fehler, den Hummels gemacht hat, war jetzt nicht, weil ihm vielleicht ein paar km/h gefehlt haben. Das Problem war einfach, dass er sich in dieser Situation taktisch fehlverhalten hat. Ja, Hummels hat in dem Moment, wo er den Schritt nach außen gemacht hat, zum Sané hin die Innenseite aufgemacht. Oder die Innenseite, wo Sané reingegangen ist. Er hätte einfach weiter parallel zum Sané laufen müssen. Da wäre überhaupt gar nichts passiert in dieser Situation. Aber ich gebe dir recht. Der Sané ist über die Außenseite gekommen. Aber der Sané ist aber nach innen gezogen. Aber Thorsten, der direkte Gegenspieler hätte sein müssen der Wolf und dann als Absicherung der Hummels. Richtig. Also er hat ihn komplett allein stehen lassen. Das nach 9 Minuten.
Aber so ein Tor, sage ich jetzt mal, kann passieren. Viel dramatischer ist, wenn du gegen Bayern München spielst, dass du das erste Tor darfst du natürlich nicht bekommen. Das ist viel, viel dramatischer, ja, dass du am Ende des Tages in der Endgeschwindigkeit, wenn du hinten, das ist auch egal, wen du bei Dortmund hast, ob ein Süle, ob ein Schlotterbeck, ob ein Hummels, die sind ja mal de facto alle langsamer als der Sané. Ja, unter Davis oder wer von der Seite kommt. Aber das erste Tor darf natürlich nicht passieren. Das ist natürlich mehr oder weniger für Bayern München Geschenk gewesen, wenn natürlich dann ein Innenverteidiger von Bayern München am 5-Meter-Raum frei zum Kopfball kommt. Das ist ein Geschenk. Auch da wundert mich bis heute, dass Schlotterbeck, okay, klar, geht auf seine Kappe, aber ich frage mich, warum bis jetzt auch keiner Kobel genannt hat. Auf 5-Meter-Raum, ist das nicht der Bereich vom Torhüter? Ja, das spricht auf jeden Fall ein gutes Thema an. Über das 1-0 sollte man auf jeden Fall sprechen. Edin Terzic hatte sich nach dem Spiel, ja, kann natürlich nicht so deutlich sein. Ich schätze mal, in der Kabine wird das deutlicher angesprochen haben als vor den Fernsehkameras. Aber er hat ja auch gesagt, dass er das komisch fand, weil es war ja jetzt noch nicht mal irgendwie, dass die Bayern einen Block gestellt haben oder irgendwie raffiniert mit drei Mann, die aneinander kleben, irgendwie da reingerannt sind oder, was man so für Varianten kennt. Sondern das war einfach nur, Upamecano läuft 3 Meter geradeaus und köpft ihn rein. So. Ja, aber guck dir doch mal den Schlotterbeck an, der Situation. Der Schlotterbeck steht mit dem Rücken zum Ball bei der Ecke. Er sieht ja gar nicht, wo der Ball ist. Ja, klar. Was also, Fehler. Und dann, ja. dann haben die raufgehört, die spielen teils mit Manndeckung und teils mit Raumdeckung. Und dann den Kobel, die Ecke war brutal geschlagen. Die kam stramm, halb hoch oder hoch, aber stramm mit einem leichten Bogen drinne. Das ist super schwer einzuschätzen, besonders wenn du dir den 5-Meter-Raum anguckst, wie viele Spieler in dem 5-Meter-Raum noch drin standen. Und das hat es so schwierig gemacht für ihn. Aber der Hauptfehler lag hauptsächlich beim Schlotterbeck. Du kannst doch nicht mit dem Rücken zum Ball stehen, wenn die Ecke geschossen wird. Und du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. Dann block ihn mit dem Körper. Lass ihn nicht laufen. Halt ihn, zehr, irgendwas, keine Ahnung, auf gut Glück. Aber sorry, Leute, das ist doch Katastrophenverteidigung. Und das nach 4 Minuten. Nach 4 Minuten war das Spiel entschieden. Da war es durch. Das ist genau das Spiel, was Bayern mag. Wenn sie früh in Führung gehen, hat man gegen Bochum gesehen, dann geht es zapp, zapp. Lassen die Gegner kommen, machen ihre Ruhepausen ab und zu, ziehen sich zurück. Und dann geht es mit ganz schnell langen Bällen zapp rein. Wer lässt wen kommen? Was habe ich da gerade gehört? Wer lässt wen kommen? Die Dortmunder haben die Bayern kommen lassen? Nee, andersrum. Die Bayern haben die Dortmunder kommen lassen. Dann nennen wir doch mal, wo waren denn die Dortmunder mal großartig in der Hälfte von Bayern? Das genau so war, die eben sagtet mit, ja, da muss der Trainer hingehen, muss die Mannschaft defensiver einstellen. Also noch defensiver, wie die Dortmunder gestern gespielt haben, geht doch schon gar nicht mehr. Wo haben die denn, ja, dann sag mir doch mal, wo haben die denn offensiv gespielt? In 90 Minuten zweimal auf das Tor, Ende aus. Ich weiß gar nicht, ob der Neue, ob der jemals was zu halten hatte. Torschüsse haben doch nichts mit dem Spielablauf zu tun. Du hast halt den letzten Tag. Ja. Babalais, also noch defensiver geht doch gar nicht mehr. Ach. Das stimmt nicht. Dortmund hat defensiv von Dortmund ziemlich hoch gestanden. Jetzt willst du mal neu erzählen, die Dortmunder haben zum Spiel beigetragen. Da haben wir wahrscheinlich beide ein unterschiedliches Spiel gesehen. Also was wir. Deswegen, ob Bayern nach 4 Minuten ein Tor gemacht hätte oder nach 10 oder nach 20 oder hinzugehen, zu sagen, ja, nach 4 Minuten war das Spiel erledigt oder nach 9 Minuten. Also ohne Quatsch, das war für Bayern München gestern eine bessere Trainingseinheit. Die trainieren, wenn die an der Säbener Straße trainieren, da müssen die mehr ackern als wie gestern in Dortmund. Also wenn wir uns die Zahlen mal angucken, kommt vor dem Fall. Wenn wir uns die Zahlen oder nach dem Fall, wenn wir uns die Zahlen mal angucken, auf jeden Fall sehen wir, es war Ballbesitzer 50-50 gewesen, was ja jetzt auch für Bayern gut diese Saison vielleicht nicht so überraschend wie sonst, aber zurückliegende Gegner mit 50% Ballbesitz hat es selten. Nein, die Statistik lügt, das stimmt nicht. Die Dortmunder hatten nicht so viel Ballbesitz. Die Statistik ist von der Bundesliga, also ich denke mal, die wird richtig sein. Okay, warte ganz kurz, Ironie auf. Achso, I see. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit hast du mich off guard erwischt, wie der Franzose sagt. Und naja, Torschüsse war 14-6 neben das Tor und 8 von den Bayern auf das Tor und einer von den Dortmundern auf das Tor. Laufdistanz war auch ähnlich gewesen. Also
meine Meinung ist, die Dortmunder hatten keine Chancen. Ja, dieser eine komische Schuss da wie heißt er, vom Malen. Und ich weiß gar nicht, was der andere Schuss aufs Tor war, habe ich ehrlich gesagt schon wieder der vergessen. Reus. Der Reus. Ja, okay. Hat der Neue noch gehalten. Stimmt, der Neue hat einen gehalten, genau. Stimmt, diesen Seitfallzieher. Ja, hat er gut gehalten. Aber ich gehe jetzt mit dir, Don Günni, nicht so ganz d'accord. Also die Dortmunder waren schon phasenweise, haben die schon den Ball kombiniert und auch in der Hälfte der Bayern, aber es ist halt nichts Gefährliches oder ansatzweise Gefährliches rausgesprungen. Also jetzt macht doch die Dortmunder nicht noch stärker, wie sie waren. Nein, weil du hast gerade gesagt, dass sie nur hinten drin standen und dass sie nichts gemacht haben. Ja, das, wenn die Bayern 100% Leistung abgerufen hätten. Jetzt sage ich mal die zwei Chancen, die die Dortmunder hatten, dann lasse ich die mal gelten. Ja? Dann wäre das Spiel 8-2 ausgegangen. Also ja. Seid doch mal ehrlich. Und das in Dortmund, also du musst mal davon ausgehen, Bayern hat auswärts gespielt und nicht zu Hause. Und da will mir einer erzählen, die Dortmunder hätten zu dem Spiel was beigetragen. Bei diesem Angsthasenfußball. Wir haben doch selber gestern, wie wir das Spiel gesehen haben, schon darüber diskutiert, was die für eine tolle Leistung abgeliefert haben, die Dortmunder. Also das ist von einem Klassiko nicht annähernd würdig. Also ich habe vor letzte Woche oder wann es war, habe ich Real Madrid gegen Barcelona gesehen. Ja, da ging es wenigstens hin und her. Da hatten die Chancen, die Chancen, die Chancen und die Chancen. Da will mir einer erzählen, da muss ich dir jetzt widersprechen. Also so schlecht, wie die Dortmunder jetzt machen will, ist wahnsinnig gewesen. Ich bitte dich. Und bei den Bayern, du hast gesagt, wenn die 100% geben, die Bayern haben nicht 100% gegeben, die Bayern haben 200% gegeben. Ja, und das ist ja das Verwunderliche. Ich muss mich fragen, wo, und vielleicht mal, na, Toto, hör mal zu, vielleicht kannst du dazu was sagen, weil du warst ja jetzt ein paar Minuten, hast ja aufmerksam zugehört und nicht so viel gesagt. Aber ich habe es die letzten Wochen gesagt, Darmstadt, die erste Hälfte, Galatasaray 60 Minuten, Mainz 60 Minuten, Saarbrücken, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie kann man so viele schlechte Leistungen oder auf gut Deutsch gesagt beschissene Leistungen bringen und dann aus dem Nichts auf einmal in Dortmund so explodieren und so also komplett anders spielen? Nicht, dass sie jetzt gut gespielt, es war ja taktisch auch, es war ja fast wie eine Reise zurück in alte Zeiten. Ja, als hätte der Tuchel gesagt, Jungs, ich sag euch mal gar nichts zu dem Spiel heute. Ja, macht ihr mal so, wie ihr das die letzten Jahre gemacht habt. Also so ein gravierender Unterschied, wie kann das sein? Was denkst du? Wo kommt das her, Toto? Ja gut, wir waren ja teilweise eine unterschiedliche Betrachtung der letzten Spiele hatten wir beide ja. Und ganz aus dem Nichts kommt es ja nicht. Ja, ich gebe dir vollkommen recht, es waren 60 Minuten gegen Galatasaray war nicht so gut, die erste Halbzeit gegen Darmstadt war mit Sicherheit nicht so gut, aber es kam ja immer eine Reaktion. Ja, man hat in der Champions League 3 Spiele, 3 Siege, man hatte vor diesem Spiel in der Meisterschaft aus 9 Spielen 7 Siege, 2 Unentschieden. Zweite Hälfte gegen Darmstadt, wundert mich auch immer wieder, auch medial, die erste Hälfte wird immer so als so krass negativ dargestellt. Man darf ja auch nicht vergessen, was ist passiert. Es ist nicht alltäglich, dass du in der zweiten Minute eine rote Karte bekommst. So, aber lassen wir mal dahingestellt, das war ja auch gar nicht die Frage. Nein, es ist natürlich so, dass natürlich der FC Bayern, und das kommt natürlich bei dieser ganzen Problematik, die ein Stück weit Borussia Dortmund die letzten Jahre auch hat, natürlich hinzu, dass Bayern München in den Spielen mit Borussia Dortmund meiner Meinung nach noch besonders motiviert ist. Speziell nach so einer Woche, ja, ich habe schon, das war meine allererste Reaktion am Mittwoch, als Bayern ausgeschieden ist, wo ich direkt für mich oder gesagt habe, das wird ganz schlecht für Borussia Dortmund sein. Ich glaube, es wäre für die Spannung oder für die Spannung gestern deutlich besser gewesen. Die Bayern wären in Saarbrücken weitergekommen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Bayern München mittlerweile Spieler hat, die diese Spiele entscheiden. Ja, also ich meine, muss man ganz klar sagen, der Unterschied gestern, den kannst du im Grunde genommen auf einen Spieler kannst du den reduzieren. Das ist Harry Kane.
Harry Kane hat gestern das Spiel durch seine Tore, und das ist, was wir ja auch am Anfang der Saison schon immer gesagt haben, oder die Diskussion, die wir die letzten Jahre immer geführt haben, du brauchst vorne einen Neuner, der Tore macht. Du brauchst keinen, der noch mit nach hinten läuft und der noch den Bus bepackt mit Bällen. Nein, du brauchst vorne drin einen, der die Bälle reinmacht. Ende aus. Ja, Job done, sagt der Engländer oder der Amerikaner. Ende aus, das ist alles. Ja, und die Leistung, naja, ich muss ganz ehrlich, da muss ich auch mal wieder wiederum sagen, ne, ich meine, das sind hochbezahlte Fußballer, die spielen, du hast es eben selber gesagt, beste Sendezeit, 18:30 samstags abends in einem geilen Stadion, 80.000 Zuschauer, die Krawall machen oder Radau machen. Ja, also wenn ich da nicht motiviert bin, ganz ehrlich, da muss ich die Fußballschuhe an den Nagel hängen. So, und wie gesagt, Dortmund, okay, ich sehe es ein bisschen anders. So katastrophal fand ich die Leistung von Borussia Dortmund gestern nicht. Das Ergebnis katastrophal, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber sie haben sich nicht aufgegeben. Wenn sie sich gestern aufgegeben hätten, dann wäre das, wie Don Güni sagt, bestimmt gestern zweistellig ausgegangen. Sie haben sich nicht hängen lassen. Sie haben immer noch in ihren Möglichkeiten alles versucht. Und es werden mit Sicherheit auch irgendwann mal wieder Zeiten kommen, wo Borussia Dortmund auch einen Klassiker gewinnt. Und ja, man muss mal nur ein paar Jahre vielleicht noch warten. Ich sage zudem nur noch eins, 78. Minute. 78. Minute, ja, und jetzt springe ich noch mal ein klein bisschen zurück, wo sich die BVB-Fans sich lustig amüsiert haben über Bayern München, die gegen Leipzig, wo sie, glaube ich, auch 2 oder 3-0 zurücklagen, in der 80. Minute das Stadion verlassen haben in München. Da hat sich Dortmund drüber lustig gemacht. Gestern in der 78. Minute, also 12 Minuten früher, verlassen Tausende von Zuschauern das Stadion. Da frage ich mich, tolle Fans. Ja, gut, du willst ich glaube, die Fans von Dortmund sind schon mehr als elf Jahre in Folge deutscher Meister geworden. Ja. Und das sind auch so, also was mich wundert bei diesem Nebenkriegsschauplatz ist, warum befasst sich irgendein Bayern-Fan damit? Die Bayern haben den Sieg, die Bayern haben die Titel, scheiß der Hund drauf. Lass sie doch reden, wann, wer geht. Interessiert doch keine Socke. Also, ja. Ich bin davon ausgegangen, man kann hier seine Meinung kundtun. Ja, kannst du ja auch. Ich habe ja nur gesagt, dass mich das wundert, dass so viele Bayern-Fans das jetzt auf einmal wieder ausgraben. Weil, wie gesagt, als Bayern-Fan, genieß das 4-0, genieß die Titel, genieß die letzten 11 Jahre und die kommenden Jahre, die kommen. Da hat man ja als Bayern-Fan genug, was man sagen kann. Also ich sag ja, klar, du hast recht, die einen haben das gesagt und jetzt passiert es andersrum. Bei Dortmund ist seit gefühlt 50 Jahren jedes Heimspiel ausverkauft. Bei Bayern erst, seitdem es die Allianz Arena gibt. Naja, und lass uns nicht über die Fankultur von Dortmund und von Bayern reden, weil bei Bayern kriegen die Geld haben, kriegen die Tickets. Bei Dortmund geht jeder ins Stadion, die sind immer da. Bei Dortmund hast du 50.000 Dauerkarten verkauft vor der Saison. Bei Bayern ist es einfach. Naja, ich rede nicht, Dortmund werden die Dauerkarten ja vom Arbeitsamt verteilt. Weil die ihre Dauerkarte ja von Hartz IV-Geld bezahlen. Richtig. Dann ist das klar. Siehst du, und dann ist es noch wert, einen Teil ihres Geldes, wovon die sowieso schon zu wenig haben, in die Mannschaft zu investieren. Und das ist bei den Bayern eben nicht so. Und bei Bayern ging es darum, die Bayern waren kurz vorm Saisonfinale, lagen gegen Leipzig. Wir reden vom Saisonfinale. Lagen gegen Leipzig zurück und sind nach Hause gegangen. Und ob es in der 80. Minute war, dass die Bayern, ja, das google ich nochmal, weil ich bin ziemlich sicher, das war schon nach der 70. Minute. Nee, ich habe nochmal gegoogelt, das war in der 45. Minute. Die sind mit dem Schiedsrichterpfiff sind die nach Hause gegangen. Ja, also man kann es ja so zusammenfassen, fußballerisch ist Bayern. Aber das macht den Reiz eines Klassikers doch aus. Ja. Deswegen nochmal, ich finde immer gut, wenn man auch Nebenkriegsschauplätze aufmacht. Ja, aber dazu kommen wir noch, da gibt es ja noch. Das ist noch die Rivalität, die gehört doch einfach dazu. Und wenn die Rivalität so wie hier, ja, vielleicht nicht ganz sachlich, aber zumindest sich auf Worte beschränkt, dann ist doch wunderbar, das wollen wir doch sehen. Das ist doch genau das, was man will. Ich habe gerade gegoogelt.
Es war die 76. Minute. Siehst du, haben wir 2 Minuten gewonnen. Okay, haben wir das auch geklärt. Und Thorsten, ich gebe dir vollkommen recht. Ich sag ja nur, und das ist ja, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, die Bayern, ja, die Fans und auch der Trainer, wie gesagt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, die sollten noch mehr Souveränität haben und über sowas drüber stehen. Nochmal, die Bayern sind sportlich die Nummer 1 in Deutschland, unangefochten und das seit gefühlt 100 Jahren. Die Dortmunder sind dafür bei den Fans vielleicht oder wahrscheinlich die Nummer 1. Ja. Die Bayern haben auch sehr treue und starke Fans, aber das beschränkt sich dann auf, ich weiß nicht, wie viele da in der Südkurve, wie viele da stehen bei den Bayern, 10, 11, 1000 oder was? Ja, 15.000. Aber du hast auch, was, und was der Rest sind halt viel Touris und ja, aber was kommt aber hin und dürfen, alles. Ne? Lieber Mott, was wir nicht vergessen dürfen, ist ja auch, wir können ja mal zurückgehen zum DFB-Pokalspieler. Der Respekt zwischen den Fans und der Mannschaft, wo nach einer Niederlage 3 einzige Spieler in die Bayern-Kurve gehen und der Rest verpisst sich. Ne, also da müssen wir mal reden. Dortmund hat sich gestern nach dem 4-0 der ganzen Kurve gestellt. Ja, das ist der Unterschied. Ja, aber ja. Ja, aber, ja, ja. Aber ja, es ist gegenseitiger Respekt. Ja, ich finde das auch nicht gut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es erwartet ja keiner, dass die Spieler nach so einem herben Pokal aus irgendwie 1,5 Stunden da stehen und eine Diskussionsrunde machen. Man kann mal kurz hingehen, 2 Minuten klatschen. Erwarte ich auch von den Spielern, egal wie das Ergebnis ausgeht. Aber sag kein Pokal aus, sag es mal ein Pokaldebakel. Eine Blamage auf höchster Ebene und das europaweit. Ja, das war eine ähnliche Blamage, wie das bei den Dortmundern am Samstag auch eine Blamage war. Zu Hause sich so die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Wir haben gegen die Bayern gespielt. Bayern ist immer noch ein anderes Kaliber. Und die Bayern haben sich, wir kommen bestimmt noch auf das Thema DFB-Pokal nachher, da können wir ja näher drauf eingehen. Ja, aber kommen wir mal, jetzt wo wir gerade da sind, nur kurz, weil wir haben auch nicht mehr allzu lange bis zur ersten Werbung, bevor wir ein neues großes Thema aufmachen, aber vielleicht direkt mal an dich, Babalei, ist auch die Frage, wenn wir jetzt auf das Spiel Bayern-Saarbrücken mal gucken, wie kann es sein, dass ein Harry Kane da nicht eingewechselt wird? Wie erklärst du dir das? Überheblichkeit. Wenn der Tuchel vor dem Spiel sagt, mir geht es eher um die Reise, die uns mehr in den Knochen stecken würde, als das Spiel an sich selber. Überheblichkeit, einen Harry Kane nicht zu bringen und deine Mannschaft vielleicht in der zweiten Mannschaft nach einer vernünftigen Führung zu schonen. Ne? Das ist Überheblichkeit. Das hat er auf die Mannschaft übertragen. Die Mannschaft hat es zwar versucht, ja, aber Entschuldigung, ich kann doch nicht so... Ich gebe dir Brief und Siegel. Mit der zweiten Garde würde keine einzige Mannschaft in Deutschland in Saarbrücken auftreten. Niemals. Don Günni, was hast du dazu? Wie erklärst du dir, dass der Harry Kane da nicht eingewechselt wurde? Wurde ja in der 70. oder so oder 65. wurde ja zum Warmmachen geschickt und naja, der wird sich jetzt noch da warm laufen, wenn nicht das Spiel in Dortmund gewesen wäre am Samstag. Also ist für mich auch ein Rätsel. Wie erklärst du dir das? Ja, ich kann mir das auch nicht erklären, weil da bin ich auch beim Babalais. Das kann im Grunde nur Überheblichkeit gewesen sein. Und weil, ich meine, meine Einstellung kennt ihr. Ich kann eh nicht verstehen, warum man nicht den anderen Weg geht. Ne? Dass man erst mit den Besten anfängt, gucken, na, dass man das Spiel in die richtigen Bahnen lenkt. Und dann kann man ja immer noch hingehen und kann positionsbezogen dann auswechseln. Ich verstehe sowieso nicht, hinzugehen und zu sagen, naja, dann rotieren wir und obwohl so großartig rotiert, ja, ich meine, nachher sind ja trotzdem noch fast alle zum Einsatz gekommen, außer der Kane und es hat ja trotzdem nicht gereicht. Ne? Aber da ist natürlich klar, das ist Überheblichkeit, da fehlt die Einstellung. Na, da fehlt auch das Signal vom Trainer und es sind viele, viele Dinge und alles andere lasse ich überhaupt gar nicht gelten. Platzverhältnisse, Schmarrn, Platzverhältnisse, kann ich nur drüber lachen. Habe ich aber von keinem gehört, ne? Fairerweise, muss ich sagen. Ja, doch, der Tuchel und ich weiß nicht, auch noch ein Spieler, ob der Sané oder war, kann sein, die hatten auch die Platzverhältnisse, weil sie gesagt haben, ja, nach dem tagelangen Regen und der Platz wäre ja präpariert worden und da wäre schwer drauf zu spielen gewesen, ist für mich alles Schmarrn. Das sind Profis, sind das. Und weil sie, wenn sie am Teppich spielen wollen, dann war
Stuttgart, da müssen sie in eine Tennishalle gehen, da spielen sie auf dem Teppich. Aber wenn sie Fußball spielen wollen, dann müssen sie auf jedem Geläuf spielen können. Nein, Überheblichkeit und nicht die richtige Einstellung. Und ich musste ganz ehrlich sagen, bei mir, ich weiß gar nicht, wie ich die wären von mir, von Saarbrücken, zu Fuß nach München. Die hätten bei mir überhaupt gar nicht mehr in den Bus einsteigen dürfen. Ist einfach eine Blamage. Blamage hoch drei. Da bin ich bei jedem dabei. Echt? Ja, es ist schon... Da bin ich, wenn ich drüber denke, da schwirrt mir der Kamm an. Ja, dann lehne ich mal kurz zurück. Wir wollen dich ja auch noch nach der Werbung auch noch dabei haben. Nicht, dass du jetzt noch einen Schlag kriegst oder so. Ja, Thema Rasen. Also ich meine, für mich kam es so rüber, als wollten die Bayern auch unbedingt, dass das Spiel stattfindet unter allen Verhältnissen, weil sie genau wussten, ach du Scheiße, wir können nicht das Spiel irgendwann im Januar, Februar, sonst was nachholen, wo vielleicht eine kurze Winterpause ist, sondern sie wussten, das wird dann jetzt, ich glaube, die nächste DFB-Pokalrunde ist ja, glaube ich, irgendwie Mitte oder erste oder zweite Dezemberwoche oder sowas im Dreh. Das heißt, das wäre jetzt noch mit reingekommen mit dem Dortmund-Spiel und der Champions League, die da noch ist, und dann noch Pokal, dann zwei Runden. Also ich, ne, deswegen kompletter Schwachsinn bin ich bei dir, dann den Rasen da anzuführen. Vielleicht Toto noch von dir das Statement, wenn wir schon gerade dabei sind. Nur noch ganz kurz. Und ein hochverdienter Sieg, ne, wollte ich noch anmerken. Hochverdient. Ja, natürlich. Absolut. Die Bayern waren meilenweit davon entfernt, meiner Meinung nach, das Ding da zu gewinnen. Ja, Babbler hat noch in den Chat geschrieben, Servus Babbler erstmal, dass der gute Tuchel dachte, es geht in die Verlängerung und er wollte die Mannschaft erstmal fragen, ob irgendeiner nicht mehr kann, zum Thema Kane einwechseln. Da hätte er vielleicht auch mal ein bisschen besser rechnen sollen, weil zu dem Zeitpunkt, wo er ihn hat warm laufen lassen, wenn er ihn eingewechselt hätte und die Bayern das Spiel gewonnen hätten, hätte er weniger spielen müssen, als wenn er die Verlängerung gespielt hätte. Aber Tote, was sagst du zu dieser ganzen, was sagst du zu dem historischen Ereignis? Ja, schade. Ne? Das ist, muss man am Ende des Tages einfach mal, kann man nicht sagen, ne? Wenn du irgendwo ausscheidest und hat's vielleicht keinen guten Tag oder der Gegner hatte einen überragenden Tag, du bist auf gleichem Niveau und alles, dann kannst du mal sagen, das kann passieren, aber in Saarbrücken darfst du nicht ausscheiden. Und Bayern München hatte eigentlich eine Bringschuld in diesem Wettbewerb. Sie sind die letzten 3 Jahre schon gegen schlechtere Gegner ausgeschieden. Vor 3 Jahren Kiel, dann hatten wir 5-0 in Gladbach, letzte Saison Heimniederlage gegen Freiburg, jetzt schon wieder. Also das ist schon sehr, sehr ärgerlich und ich muss auch sagen, das ist schon dramatisch, auch wenn viele hingehen und sagen, naja, ist ja nur der Pokal. Nein, das ist natürlich ein massiver Image-Schaden für diesen Verein. Und Harry Kane, ich habe es eben gesagt, Harry Kane ist ein Spieler, nochmal, der macht einfach den Unterschied, ja, und er hätte mit Sicherheit auch in Saarbrücken den Unterschied gemacht. Allerdings muss ich fairerweise da den Trainer in Schutz nehmen, wenn der FC Bayern es nicht schafft, in Saarbrücken ohne Kane zu gewinnen. Ich glaube, dann hat der Verein andere Sorgen. Ja, ich glaube, dann muss man wirklich im Winter die Schatulle öffnen. Das ist genau das Ding, weil ich meine, sie sind ja jetzt nicht mit der A-Jugend oder mit der zweiten Mannschaft, die in der vierten Liga spielt, angereist. Sie sind mit einer B-11 angetreten, okay. Aber da waren Leute dabei. Also hättest du irgendeinen, egal wen, aus dieser ersten Elf bei den Bayern genommen, das wäre eine Legende in Saarbrücken. Der wäre mehr wert als die ganze Mannschaft, das Stadion. Gut, wurde jetzt renoviert. Ne, und würde spielerisch wahrscheinlich mehr bringen. Was mich dann auch enttäuscht hat, und vielleicht, Babbleis, gehen wir davon aus, du wirst das Spiel auch gesehen haben, kannst du vielleicht schon mal deine Meinung dazu sagen. Tell und Kretzig von Anfang an gespielt bei den Bayern. Und junge Spieler, Tell ja schon oft eingewechselt worden und er hat es zwar öffentlich nie gesagt, aber wird sich wahrscheinlich das ein oder andere Mal gedacht haben, mein Gott, wie viele Tore muss ich denn als Joker noch machen, damit ich mal von Anfang an spiele. Ja, die beiden kriegen jetzt so eine Chance in Saarbrücken, ja, mal zu explodieren und den Trainer zu zeigen, so, hier, ja, ich bin da, und haben eigentlich beide, man kann jetzt drüber streiten, ob sie gut oder schlecht gespielt haben, ich bin der Meinung, beide schlecht, Tell schlechter als Kretzig, aber ja, also gegen Saarbrücken musst du da explodieren. Wie kannst du dir das erklären, Babbleis, dass auch die Ersatzspieler und jungen Leute, die ja auch von der Qualität besser sind, da irgendwie nicht explodieren? Ja, erstens, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal nicht eingespielt mit der Mannschaft, dass die Chemie nicht stimmt. Das kennst du ja auch von Ultimate, irgendwas da von FIFA.
dass die Chemie einfach nicht stimmt in dem Moment. Und zweiter Punkt ist einfach vielleicht, ja, der Druck, etwas beweisen zu müssen und vielleicht mal noch ein Dribbling anzusetzen und nochmal einen Haken zu machen, um allen zu zeigen, wie toll wir sind. Ich meine, beim Kretzig kann ich nicht viel sagen. Das ist ein ganz, ganz junger Spieler. Gefällt mir von der Anlage her als Typ, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, diese Leute oder besonders den Kretzig so früh reinzuwerfen in der Startelf. Ne, also das kannst du gerne machen zur zweiten Halbzeit, wenn eine Führung 1-2-0, 2-0 Führung drin ist oder so. Dann kannst du den Leuten ihre Spielminuten geben und langsam antasten an die erste Mannschaft. Ne, weil, glaub mir, also wenn ich als gestandener Spieler, als Abwehrspieler da stehe, zum Beispiel, wie nehmen wir mal den Lift, den Grätschkönig, der nicht weiß, wie er seine Beine zu halten hat, während er grätscht. Und ich habe links einen Goretzka, Müller stehen und rechts habe ich einen Kretzig. Zu 99% werde ich den Ball zu Müller spielen. Und das ist halt diese Anerkennung in der Mannschaft. Ne, spielt auch eine große Rolle. Das kennen wir ja auch aus unserer Fußballzeit. Wenn du einen Abstoß gemacht hast, hast du eher zu dem Spieler gespielt als zum anderen Spieler, weil du nicht sicher bist. Und das hat mit Chemie zu tun, mit sonst was zu tun. Und Tell, gut, Tell hat sich bewiesen als guter Joker. Ne, und Tell ist für mich aber auch kein Neuner. Für mich ist ein Tell jemand, den ich einwechseln würde für einen Sané oder für einen Coman einwechseln würde. Er hat ja, auf dem so Flügel gespielt gegen Saarbrücken, weil er war ja der Choupo gewesen. Also er war ja auf dem Flügel. Ja, aber auch ein Choupo. Dann bring doch einen Tell mit rein, mit dem Kane rein, dass er eine Anspielstation hat. Weißt du? Aber ein Choupo und ein Tell, das heißt, du hast fast deine ganze Offensivreihe auseinandergebrochen und bringst zwei, drei neue Spieler rein. Und das ist halt schwierig. Das ist, in der Teamchemie stimmt das nicht. Und dieses Risiko gehen halt andere Mannschaften nicht ein. Leverkusen hat Glück gehabt. Ne? Die haben auch ihre Tore erst in den letzten Minuten geschossen. Aber glaub mir, daraus wird der Xabi Alonso auch seine Lehren ziehen fürs nächste Spiel. Ne? Und ja, wie gesagt, und die Bayern schwächen sich halt selber. Von Anfang an, klar, sorry Leute, also hätte ich jetzt einen Tippschein gespielt, hätte ich auch Handicap 3 Tore Vorsprung Saarbrücken getippt und Bayern schießt die weg, egal, mit der zweiten, dritten, vierten. Na, jetzt kommt ein Tacheles, ein Tachospruch. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber für mich ist einfach das Risiko zu groß, wenn du Spieler schonen willst. Und das ist ja auch richtig, man muss ja ein bisschen die Spieler schonen, aber dann machst du auch in der zweiten Hälfte. Dann ist das Spiel in der Regel gelaufen. Glaub mir, mit Kane in der Startelf hätten die Bayern 3-4-0 Führung. Und dann kannst du von mir aus auch einen Ersatztorwart bringen nochmal. Ja, da hast du absolut recht. War alles komisch gelaufen. Wir gehen jetzt ganz kurz für circa 3 Minuten in die Werbung. Aber ich gebe euch noch quasi unser nächstes Thema. Wir sind noch nicht ganz durch mit den Bayern. Wir haben das Sportliche, haben wir jetzt angesprochen. Danach kommen wir nochmal ausführlich zu den Nebenkriegsschauplätzen. Und ja, bevor wir jetzt in die Werbung gehen, hören wir da noch ganz kurz rein und was der Tuchel zu sagen hatte in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und ja, wenn das Video vorbei ist, dann sehen wir uns in 3 Minuten nach der Werbung wieder. Also, bis gleich. Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Ja, den Rest erfahrt er von den Experten ja direkt. Thank you.
So, Freunde, da sind wir zurück. Und für die, die es vor der Werbung nicht gesehen haben, die es eingeschaltet haben, unser nächstes Thema nochmal ganz kurz. Wir hören nochmal rein in den guten Thomas Tuchel. Ah, spielt's ab. Jetzt. Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Ja, den Rest erfahrt ihr von den Experten ja direkt. Ja, und die Experten, die er meinte, das sind natürlich wir vier. Ja, weil ich gehe davon aus, dass er uns gemeint hat. Was anderes wüsste ich nicht. Erstmal, Babalais, mein Bester, vielen Dank dir für das Abo. Ich weiß nicht, warum auch immer, aus irgendwelchen mysteriösen Gründen wird es nirgendwo angezeigt, aber vielen Dank dir dafür. Ja, Tuchel. Wir haben jetzt nur einen kurzen Ausschnitt gesehen aus der Pressekonferenz nach dem Spiel, weil es war eine ganze Arie, es war schon fast, es war eine Seifenoper, die parallel zum Klassiker stattgefunden hat. Das Ganze hat schon vor dem Spiel mit einem Interview zwischen Patrick Wasserzieher und Thomas Tuchel angefangen. Ich glaube, das war's, oder? War es am Tisch? Bin mir nicht sicher, aber eins von beiden. Beziehungsweise angefangen hat es natürlich schon vorher. Didi Hamann und Lothar Matthäus haben unter anderem gesagt, dass sie keine Weiterentwicklung beim Tuchel sehen in der Mannschaft vom Spielerischen her. Daraufhin hat es dann bei der Abschlusspressekonferenz am Freitag der Tuchel gesagt, dass er bei Dieter Hamann und beim Lothar Matthäus auch keine Weiterentwicklung sieht, was ihr Gelaber angeht. Und ja, dann ging das Ganze hin und her vor dem Spiel, nach dem Spiel. Wir haben das ja auch als Frage des Tages drin, also haut es gerne mal in den Chat rein, die Reaktion vom Tuchel, ob ihr die gut fandet oder kindisch. Babalais, du darfst gerne nochmal ausführlich zusammenfassen. Ja, das Krasseste war ja vielleicht das Interview nach dem Spiel bei Sky gewesen. Fass für uns doch nochmal kurz zusammen, was da so alles passiert ist und was du von der ganzen Arie um Thomas Tuchel hältst. Oh, wie soll ich 5 Minuten zusammenfassen vom Tuchel? Ja, Tuchel, wie eine kleine beleidigte Leberwurst nach dem Spiel gekommen. Ne, mag sein, ich wäre auch angepisst als Trainer, aber ich muss es nicht so öffentlich zeigen. Ne? Also der kam schon an. Ja, hat das auch. Habt ihr eine Mannschaft gesehen, wo die Chemie nicht zwischen Trainer und Mannschaft stimmt und keine Entwicklung? Jede Frage ja, nee. Nächste Frage ja, nee. Ah, frag doch den Lothar. Ah, und der Hamann und hier. Ah, sorry, richtig bockig. Ne, ich frage mich halt nur im Nachhinein jetzt, wäre er überhaupt zum Interview gekommen, hätte er das Spiel verloren? Was wäre dann gewesen? Ne, und das war schon richtig, richtig, richtig unprofessionell für jemanden, der in so einer Position ist. Ich meine, ich sage jetzt nicht, da müssen Konsequenzen kommen und bla bla hinher. Aber man müsste ihn vielleicht mal ein bisschen, ne, zurückhalten. Ich meine, die Bayern-Oberen haben ihn in den Rücken gestärkt. Was sollen sie auch machen, ne? Aber das war schon ehrlich. Also gerade vor einem Lothar Matthäus und sonst was. Und ich meine, diesen Punkt haben wir ja auch angesprochen gehabt, gerade wir beide. Was die Entwicklung der Bayern-Mannschaft angeht, das ist ja nicht zu übersehen gewesen. Wir haben ja auch vermutet, und der Günther war ja auch bei uns, dass irgendwas in der Chemie zwischen dem Trainer und der Mannschaft nicht stimmte, ne, trotz der Ergebnisse. Aber wir haben ja nicht die Ergebnisse angeprangert, wir haben ja wirklich über das Spielsystem gesprochen oder wie dass die Bayern nicht mehr so dominant sind, wie sie früher waren in ihrem Spielstil. Ne, und dann sich wie so ein kleines, bockiges Kind zu benehmen, das ist einem Bayern-Trainer nicht würdig. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ein Ancelotti das gemacht hätte? Nie im Leben. Ja, da sprichst du ein paar gute Punkte an. Der Babbler zum Beispiel im Chat schreibt, dass der Tuchel richtig reagiert hat und er sich vor die Mannschaft gestellt hat und dass er das von einem Bayern-Trainer erwartet. Der Babbler kommt ja auch aus Bonn-Tannenbusch. Ich bin da eher bei dir, Leis. Also zum einen hat der Tuchel schon mal einen kleinen Fehler gemacht und hat ja verschiedene Medienberichterstattungen durcheinander geschmissen. Diese Geschichte mit intern und Risse zwischen Tuchel und Bayern, den Verwürfnissen, das ist ja tatsächlich nicht von Sky gekommen, sondern, also ich habe es zum Beispiel, glaube ich, bei transfermarkt.de gelesen, aber es kam wohl als erstes bei der guten Bild berichtet. Also ich bin auch der Meinung, man kann das Ganze souveräner machen, ja. Ich wäre hingegangen nach dem Interview, hätte gesagt, ja, na Lothar, ja, hat dir das Spiel gefallen? So, mit einem Witz und gleichzeitig so nebenbei ein bisschen sticheln.
Ja, es ist eine schwierige Situation. Er hat viel Kritik abbekommen und wir haben ja auch bei uns im Talk schon gesehen, dass es da ja auch unterschiedliche Meinungen gab. Wenn man sich jetzt nur die Ergebnisse anguckt, dann kann man sagen, ja, was wollen die alle? Wir stehen doch super da. Spielerisch bin ich immer noch der Meinung, war vieles sehr schlecht gewesen, was meiner Meinung nach dann auch in so einem Ergebnis wie in Saarbrücken dann ja darin enden kann. Ja, aber ich finde auch, als Bayern-Trainer erwarte ich einfach, ja, du hast angesprochen, Hitzfeld, Heynckes, Guardiola, Ancelotti. Ja, das sind Bayern-Trainer, das sind Gentlemänner, das sind Männer von Welt. Die lassen sowas nicht an sich ran. Und Hitzfeld hat sich immer vor seine Mannschaft gestellt. So sehr wie kein Trainer, den ich jemals irgendwo gesehen habe. Der Hitzfeld war wirklich wie ein Vater gewesen. Und der hätte das aber, der hätte das auf einem anderen Weg auch hinbekommen. Ja. Das ist meine Meinung zum Thema. Don Günni, sag doch mal, wie siehst du das ganze Verhalten vom Tuchel? Richtig so? Er hat es ihnen gezeigt oder vielleicht doch ein bisschen zu kindisch? Ja, man muss vielleicht jetzt mal die Worte, die der Hamann und auch der Matthäus gebraucht haben, mit also ne, die Mannschaft hat sich nicht weiterentwickelt. Das geht ja schon, sage ich jetzt mal, auch mehr in die Richtung vom Trainer und auch von seinem Staff, dass die wahrscheinlich in München schlechte Arbeit machen. Vielleicht hätte der Hamann und auch der Matthäus vielleicht andere Worte wählen sollen. Dass die Mannschaft nicht in jedem Spiel überzeugt hat, haben wir selber hier auch oft genug diskutiert. Meine Meinung kennt ihr auch dazu. Unterm Strich, klar zählen die Ergebnisse, zählen die Siege. Alles andere ist im Grunde genommen da egal. Aber es geht halt eben dem Fan oder auch dem Zuschauer, geht es natürlich auch um die Spielweise. Und vielleicht war das der Punkt, wo er sich persönlich in seiner Trainingsarbeit, er und auch sein Team sich irgendwie angegriffen gefühlt hat in den Aussagen, keine Weiterentwicklung. Was ich muss es einfach mal unterteilen, dass er sich vor sein Trainerteam und auch vor der Mannschaft stellt, finde ich gut. Was ich in dieser Aktion nicht gut gefunden habe, ist, wenn ich also bei einem 4-0-Sieg in Dortmund vor die Kamera trete, da kann ich eigentlich mit breiter Brust auftreten und kann mehr den Fokus auf die einzelnen Spieler oder auf die Mannschaft lenken, wie gut sie gespielt hat. Durch seine Aktion ist im Grunde genommen der Mannschaft so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen der Erfolg genommen worden, also der Erfolg für die tolle Leistung, weil über alles wurde nachher geredet, nee, umgekehrt, es wurde nachher nur um die Aussage vom Tuchel geredet, aber nicht mehr über die Mannschaft. Und das fand ich schade. Und mit den anderen Trainern, die ihr angeführt habt, jetzt egal, Guardiola oder Heynckes, Hitzfeld, also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass die mit solchen Worten schon mal konfrontiert worden sind. Dass man denen gesagt hat, ja, aber guckt doch mal, was ihr spielt, die Mannschaft, da sieht man ja überhaupt keine Weiterentwicklung. Weiß ich nicht. Die Wortwahl war vielleicht auch von den beiden, ja. Aber ich bin auch teilweise beim Baba Lais, der sagt, ja, wie so eine beleidigte Leberwurst, aber gut, aber Ja, so man kennen. muss auch dazu sagen, der Tuchel hat ja dieses Thema, zumindest nach dem Spiel, hat er ja selber auf den Tisch gelegt. Ja, das kam ja jetzt nicht dann von den Medien. Ja, die erste Frage war zum Spiel gewesen und die Antwort vom Tuchel war ja irgendwie, na, wie gesagt, ja, für eine Mannschaft, die nicht intakt ist, war das ja eigentlich gar nicht so schlecht heute. Ja, und Ja, danach. aber er hätte ja, Sven, er hätte ja theoretisch, hat er die Frage vor dem Spieltag bekommen bei der Pressekonferenz am Freitag. Da hat er gesagt, beim Hamann und beim Matthäus sehe ich auch keine Entwicklung. Stopp. Ja, Du hast richtig. geschossen, das war's. Behalt es bei dich. Und Ja, gut. dann, wie der Günni sagt, gehst du nach dem Spiel mit breiter Brust, mit einem richtig schönen Grinsen wie der Joker, stellst dich dahin und beantwortest souverän alle Fragen. Glaub mir, indem du Leute ignorierst, und noch Das hat viel freundlicher zu härter, Leuten bist, ärgerst du andere Leute mehr, als wenn du so einen Spruch drückst.
Genau, weil das ist genau der Punkt, weil das, was, das wollte ich auch noch sagen, ist gut, dass du das einwirfst. Man darf ja auch nicht vergessen, wir reden von den Medien. Wir reden von einem Hamann und von einem Matthäus. Am Ende des Tages werden die bezahlt dafür, die werden nicht bezahlt, dass der Hamann drüber redet, in was für eine Taktik die spielen, klar auch, aber die wollen genau das hier haben. Diese klaren Worte, Provokationen, dass Stories entstehen, die eigentlich gar nicht da sind. Davon leben die Medien ja. Das ist ja die Aufgabe von Hamann und Matthäus. Es ist ähnlich wie mit dem Basler im Doppelpass. Der Basler wird im Doppelpass nicht bezahlt dafür, dass er Spiele analysiert, sondern der wird dafür bezahlt, dass er halt einfach ein volltrunkener Assi ist. Ja, und dafür schalten die Leute ein. Wenn der mal zwischendurch auch was sagt, was fußballerisch gut ist, was ja auch öfter mal der Fall ist, umso besser, aber dafür bezahlt Sport 1 den nicht. Ja, da kannst du 100 andere hinsetzen. Aber so einen wie ein Basler, der sich so ausdrückt, gibt es halt nur den einen. Und das darf man halt auch nie vergessen. Und genau wie du sagst, die haben provoziert und der Tuchel hat sich komplett zu 110% davon provozieren lassen. Also für Sky war das Wochenende ein voller Erfolg gewesen, würde ich mal behaupten. Aber Toto, du hast ja gesagt, du bist ja ein Freund von diesen Nebenkriegsschauplätzen beim deutschen Klassiker. Wie beurteilst du denn diese ganze Arie? Ja, so wie ihr das auch gesagt habt. Sky ist Gewinner, Tuchel ist auch ein Gewinner, Bayern ist ein Gewinner. Gibt also gar keinen Grund, sich irgendwie darüber aufzuregen. Es gibt so viele schlechte Nachrichten in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Soll man doch froh sein, dass wir auch mal wieder eine Geschichte haben, wo wir alle schmunzeln können drüber. Ist doch toll. Macht doch den Fußball interessant. Macht den. Ich bin komplett bei euch. Ne? Man kann im Grunde genommen als Bayern München Trainer, meine Güte, du bist Trainer von einer der größten Fußballmannschaften der Welt. Da kannst du natürlich drüber stehen. Ja? Dem kommenden Europameister. Europameister, Champions League Sieger, alles. Nur Pokal nicht. Also wahrscheinlich Weltmeister nicht. Vergessen. Weltmeister sowieso. Ja, aber musst du und kannst dich natürlich anders verhalten, aber meine Güte, machen wir jetzt keinen. Nochmal, so ein Mensch am Ende des Tages, er hat auch Gefühle und er hat da mit Sicherheit am Wochenende oder jetzt die letzten Tage ein bisschen überreagiert. Aber Hamann und Matthäus sind Top-Experten, das werden Top-Experten auch bleiben. Tuchel ist ein Top-Trainer und wir haben alle was zu schmunzeln und Gutes. Ja, ja, aber die Gefahr ist jetzt, ja. die Gefahr ist aber jetzt für Tuchel, dass die Medien bei jedem kleinen Würstchen-Ding ein Fass aufmachen werden und er wird so noch mehr im Fokus geraten, irgendwo, irgendwann was Falsches zu sagen und der Druck wird größer und was ich eben in den Chat reingeschrieben habe, die Medien vergessen nicht. Ja, du glaubst doch nicht, dass das ein Problem für den Tuchel ist. Also nochmal, der Mann ist Trainer von Bayern München, ja, und wir wissen alle, bei Bayern München, du hast so ungefähr 999 Probleme am Tag. So, ja, aber die dieses Medienproblem, was du jetzt redest, kommt an tausendster Stelle. Ja, aber du weißt genug nicht, zu tun, Thorsten. Erstmal die 999 anderen Probleme zu lösen. Aber du weißt nicht, was die Medien alles reinbringen werden, wie die Spiele aufhetzen werden, Thorsten. Das weißt du alles nicht, wie die alles schön klein machen. Ja, das machen die Medien doch sowieso. Ja, aber noch mehr. Das machen die doch sowieso bei Bayern München. Das ist doch, eben hat irgendeiner hätte wohl gesagt, dass das Verhältnis innerhalb der Mannschaft würde nicht funktionieren. Also erstens mal, ich lese das ja auch immer alles, muss dann schmunzeln, teilweise Bild-Zeitung, aber es gibt auch viele Fachzeitschriften, die es aufnehmen, wie zum Beispiel ein Kicker, wie zum Beispiel Transfermarkt.de, wurden ja hier schon alle namentlich auch erwähnt. Ja, ich frage mich dann immer, woher wisst ihr das eigentlich? Also das ist immer sehr interessant. Ah, du weißt, vielleicht ist du die Frau weißt, vom Nagelsmann noch irgendwo in der Kabine du versteckt. Du weißt, woher die das wissen, Thorsten. Du glaubst doch nicht, dass irgendein Berater irgendwo in der Mannschaft, der was mitbekommt, seinen Mund hält. Ja, ich weiß Informationen es nicht. Ich wollte ja hinaus, also eine Mannschaft, die nicht funktioniert, die holt doch nicht Woche für Woche solche Ergebnisse wie der FC Bayern. Also das kann man doch keiner erzählen. Wenn jetzt irgendeiner hingeht, irgendwo ich sehe bei kicker.de, bei Union Berlin, da läuft es in der Mannschaft nicht. Da kann ich sagen, okay, das sehe ich selber. Dafür brauche ich keinen Journalisten oder sonst was. Aber eine Mannschaft, die, sage ich jetzt mal, funktioniert. Ne? Jetzt
wie gesagt, nochmal, will jetzt nicht im Detail nochmal das Thema aufmachen, ist es über 90 Minuten gut oder nicht, aber die Ergebnisse haben ja zumindest gestimmt bei Bayern München. So, das heißt, die Mannschaft funktioniert ja. Also von daher weiß ich nicht, woher das kommt, aber das zeigt doch im Grunde genommen, wenn der Tuchel, das ist völlig egal, was der gemacht hätte am Samstag, und wenn er da hingegangen wäre, hätte Matthäus umarmt, das würde nicht bedeuten, dass die Medien nicht wieder irgendwie bei einer kleinsten Krise auf einmal alle wieder auf der Matte stehen und alles kritisieren. Damit muss aber ein Bayern München Trainer umgehen können. Das ist so. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich finde es schön, auch, dass mal wieder so eine Story da ist, klar. Macht den Fußball aus. Aber so fachlich beurteilt, wie gesagt, bin ich auch beim Babalais und auch was ich hier gesagt habe, muss man als Bayern-Trainer meiner Meinung nach anders damit umgehen. Aber hey, für uns alle, für die Medien, für uns, für die Fans da draußen, für alle ist das ja eigentlich super, dass es so gelaufen ist, weil ne, im Spiel selber jetzt, im Klassiker selber, war ja nicht so viel Feuer drin gewesen. Ja, dafür war dann davor und danach war ein bisschen Feuer da gewesen. Ja, kann man ja auch sagen, hat der Tuchel gut gemacht, hat er für ein gutes Rundumpaket gesorgt, gut für den deutschen Fußball. Ja, da war ein bisschen Stimmung drin gewesen. Und ja, ich würde sagen, damit hätten wir... Ja, man darf aber auch nochmal zum Abschluss zu dem Thema, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es natürlich auch eine mega angespannte Situation ist, jetzt nicht nur für den FC Bayern, sondern natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft. Und die Krise, die wir bei Bayern München haben, beziehungsweise die Krise, die wir bei der deutschen Nationalmannschaft haben, das ist ja ganz eng miteinander verbunden. Ja, und da merkt man, wie viel Druck auf diesen ganzen Kessel ist und natürlich auch bei den handelnden Personen, ist ja ganz klar. Ja, natürlich kennen wir die Situation von Bayern München, ja, wie ich habe eben gesagt, viermal in Folge früh im Pokal ausgeschieden. Champions League, die letzten drei Champions League-Saison schon im Viertelfinale ausgeschieden. Keine guten Ergebnisse, ja, da ist Druck um den Kessel. Nationalmannschaft, letzten drei Turniere in den Sand gesetzt. Ja, die Spieler, und das merkt natürlich alles ein Trainer. Und das ist auch immer in der Beurteilung, was wir alle vergessen. Ja, wir gehen alle davon aus, es funktioniert wie bei einem Managerspiel. Ja, du holst irgendwie einen neuen Trainer und auf einmal funktioniert alles so, wie es mal vor 5 Jahren war. Nein, man muss sich damit auseinandersetzen, was für Probleme vorgeherrscht haben, als Tuchel zum FC Bayern kam. Ja, das waren Spieler, die waren am Boden zerstört. Die haben zum zweiten Mal in Folge, sind die bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden und das wirklich nicht in einer starken Gruppe. Ja, also das muss man alles berücksichtigen. Und da finde ich, wenn wir nochmal aufs Fachliche gehen... Naja, aber Einfluss auf die Erfolge der Bayern hatte diese Krise der Nationalmannschaft ja nicht, wenn man 11-mal hintereinander Meister wird. Also naja, das kann man. Wir können die Spieler gerne nach der Weltmeisterschaft durchgehen. Aber wir sind vor ein paar Jahren ja auch Champions League-Sieger geworden und richtig, da war die Nationalmannschaft ja auch schon am Boden gewesen. Aber ich gebe dir recht. Also wenn man jetzt die WM betrachtet, bei vielen Bayern-Spielern, also nicht nur bei Bayern, sicherlich auch bei Dortmund und bei anderen Vereinen, die noch deutsche Nationalspieler haben, wo auch immer die alle kicken mögen. Aber man merkt es natürlich, nein, weil man Musiala zum Beispiel, bei dem hat die WM irgendwas ausgelöst, was er so langsam irgendwie abschütteln kann, aber was lange gedauert hat. Ein Kimmich hat irgendwie ein anderes Selbstverständnis, also ein schlechteres, seit der Weltmeisterschaft. Und nochmal, wir haben es ja schon mal gesagt, nochmal an dieser Stelle die Empfehlung. Guckt euch die Doku an über die deutsche Nationalmannschaft und der WM in Katar, gibt es bei Amazon Prime. Könnt ihr kostenlos reinschauen. Ist keine Werbung, kriege ich kein Geld für, aber könnt ihr ja trotzdem machen. Die ist an sich keine besonders gute Doku objektiv betrachtet, aber wenn man da mal sieht, wie die Spieler da alle drauf sind, wie die Stimmungs- und Gefühlslage ist, da macht das danach schon alles Sinn, wenn du teilweise dann guckst, wie in den letzten Monaten viele deutsche Nationalspieler, wie schlecht die aufgetreten sind, auch von der Körpersprache her. Also da gebe ich dir schon recht. Nach der WM in Katar, Toto, bin ich bei dir. Da war Nationalmannschaft und Verein sehr eng miteinander verknüpft. Vorher... Ich finde auch einfach, dass Herr Tuchel, seitdem er da ist, diese Kritikpunkte kann ich nicht teilen. Tuchel hat die Mannschaft besser gemacht. Ja,
Nochmal, da kann ich ein Dutzend Spieler anführen, die hätten vor einem halben Jahr alle nicht gewonnen, also der FC Bayern. Ja, die Bayern hätten vor einem halben Jahr im Leben nicht in Istanbul gewonnen, im Leben nicht. Die Bayern wären im Leben nicht nach einem 0-2 in Leipzig zurückgekommen. Sie hätten vor ein paar Monaten das Spiel gegen Leverkusen niemals unentschieden gespielt. Also da gab es etliche Spiele. Manchester United hätten sie mit Sicherheit in den vor 6 Monaten noch 4-4 oder was gespielt oder 4-5 oder was weiß ich was. Also nochmal, Tuchel hat die Mannschaft besser gemacht, nur wenn ihr jetzt natürlich hingeht und das vergleicht, wie es vielleicht vor 4 oder 5 Jahren war, da ist er natürlich noch nicht. Aber wie gesagt, er ist auch erst ein halbes Jahr da. Aber ich würde auch noch gerne mal was reinbringen, noch ganz kurz etwas Statistisches, nur so zur Information, weil Dortmund... Ach, geh doch weg mit Statistiken, wir haben hier nur Emotionen. Spaß beiseite. Gerne. Übrigens, diese Niederlage jetzt gegen Bayern München war in dem Kalenderjahr 2023 erst die zweite Niederlage von Dortmund. Dortmund ist auch im Kalenderjahr Tabellenführer noch, mit 4 Punkten Vorsprung zu den Bayern. Und dann kommt auch schon Leverkusen 3 Punkte hinter den Bayern. Ne, also so schlecht ist Dortmund nicht von den Ergebnissen. Aber das ist auch, was ich die letzten 10 Monate hier sage. Ich muss ja hier Lobbyarbeit leisten für Borussia Dortmund. Ich habe ja immer wieder gesagt, bleibt realistisch. Aber du wirst dich ja bestimmt an die erste Niederlage im Kalenderjahr erinnern von Dortmund, ne? Das war das 4-2 in München, ich weiß. Und wer war Trainer? Gerade frisch Tuchel geworden, erster Spiel. Also so schlecht kann der Tuchel nicht sein, ne? Aber gut. Also ich finde es... Ja gut, also ich glaube, dass er bei der 4-2, beim 4-2-Sieg im ersten Spiel nicht sehr großen Einfluss hatte, weil er 2 Tage vorher die Mannschaft übernommen hat. Nein, das war der Trainereffekt gewesen und wo der vielleicht auch zutrifft, kommen wir gleich zu, mit unserem nächsten Thema. Und Toto, an dich noch ganz kurz. Ich hoffe, die 2 Monate, die wir jetzt Tacheles machen, sind für dich nicht so anstrengend, dass sie sich schon wie 10 Monate anfühlen. Ich hoffe, das war nur ein kleiner freudscher Versprecher gewesen. Ganz so lange sind wir noch nicht live, aber stimmt schon. Ich habe 10 Wochen gesagt. Ach so, aber okay. Dann, sorry, shame on me. Ich habe 10 Monate verstanden. Dann nehme ich das natürlich wieder zurück. Ich würde sagen, den Klassiker haben wir ausführlich besprochen. Und da der Babalei uns gerade so eine wunderschöne Überleitung oder mir präsentiert hat, nämlich, so viel Einfluss hatte der Tuchel gar nicht bei seinem ersten Spiel. Das mag vielleicht durchaus sein, aber der gute Trainereffekt, ja, den darf man nicht unterschätzen. Haben wir schon in Augsburg gesehen, haben wir schon drüber gesprochen. Die haben jetzt 7 Punkte in 3 Spielen geholt mit ihrem neuen Trainer. Und wir hatten jetzt die 2. Trainerentlassung, wobei, streng genommen, war es keine Entlassung, sondern ein Rücktritt gewesen vom guten Bo Svensson, der nämlich 14 Spiele am Stück nicht mehr gewinnen konnte mit Mainz und zurückgetreten ist und übernommen. Dafür hat der gute Jan Siewert. War relativ unbekannt, würde ich mal behaupten. Er war schon mal vor einiger Zeit mal irgendwie für ein Spiel Interimstrainer bei Mainz gewesen und hat Huddersfield Town in der Premier League trainiert und in die 2. Liga geführt. Ist jetzt bis auf Weiteres erstmal der Nachfolger. Und das erste Spiel, konnten sie zu Hause gegen RB Leipzig gewinnen. Ja, 2-0, zwei späte Tore. Leipzig wieder kein gutes Spiel gemacht und ja, bei Leipzig lässt sich langsam auch so ein Trend erkennen. Das ist nicht die erste kleine Mannschaft aus dem Abstiegsbereich, wo man nicht gewinnen kann. Zu Hause gegen Bochum erinnern wir uns ja noch an, oder zu Hause gegen den guten, wie hieß er denn, gegen den guten Riemann war es, ne? Ja, der Elfmeterkiller. Da konnten sie auch schon nicht gewinnen. Jetzt haben sie in Mainz verloren. Und auch wenn wir sehr oft Leipzig gelobt haben für ihren Kader, scheinen sie doch am Ende vielleicht nicht oben mithalten zu können mit den großen 1, 2, 3, 4, was auch immer sich am Ende durchsetzt. Don Günni, was sagst du? Bo Svensson. Findest du es richtig, dass er zurückgetreten ist oder wie siehst du die Entscheidung von ihm? Ja, ich war erstmal überrascht, dass er von sich aus den Hut genommen hat und zurückgetreten ist. Aber mal jetzt auf den Trainerwechsel, diesen Effekt, der da ausgelöst wird, ist natürlich so ein Trainer, der hat ja auch immer so seine Vorstellungen, wie er spielen will und. Der hat seine Stammspieler.
So, und die, die hinten dran sind, haben es natürlich immer was schwerer, sich irgendwie zu beweisen oder zu behaupten. Ja, sie können es, wenn sie eingewechselt werden. Aber ihr wisst das ja selber, ihr habt auch alle Fußball gespielt. Es ist immer leichter in eine funktionierende Mannschaft, wenn man mal 2-0, 3-0 oder wie auch immer führt und man kommt dann rein, als wie wenn man natürlich reingeworfen wird in ein Spiel, was von der ersten bis zur letzten Minute gar nicht funktioniert. Kommt aber ein neuer Trainer, ja, dann sehen natürlich die hinten dran sind, auch wieder ihre Chance, weil die genau wissen, halt, jetzt werden die Karten neu gemischt. Und es hat ja auch schon andere Beweise dafür gegeben, dass ein Trainerwechsel nichts gebracht hat. Ne? Aber in dem Fall, klar, ja, der wird die ein oder andere Stellschraube, wird er fester gedreht haben oder irgendwo was gelockert haben. Er wird die ein oder andere Personalie, wird er vorgenommen haben, die er geändert hat. Ja, und somit kommt natürlich dann auch so ein Sieg zustande. Ne? Dass aber so eine Mannschaft wie Leipzig da in Mainz, na, die also unten im Keller stehen, datiert mit ihrer Qualität und mit ihrem Kader es nicht schaffen, Trainerwechsel hin, Trainerwechsel her, aber da nicht zu bestehen. Ja, da ist schon, tja, da müsste man schon überlegen, oder? Können die überhaupt mit denen da oben mithalten oder geht es mit denen abwärts? Ne? Ja, das ist die Frage. Aber ob jetzt der Trainerwechsel, ob der Trainerwechsel jetzt, kann man wahrscheinlich auch nach so kurzer Zeit gar nicht sagen, weil Fakt ist ja, er hatte ja auch nur ein paar Tage, wo er mit der Mannschaft zusammenarbeiten konnte. Also deswegen. Ja, klar, das Ergebnis jetzt wird sicherlich Trainereffekt sein. Da wird er nicht viel erstmal beeinflussen, konnte er sicherlich nicht so viel beeinflussen. Es wird sich dann in den nächsten Wochen, Monaten zeigen, ob das... Nächste Woche in Darmstadt. Nächste Woche ja, spielt zum Beispiel, in Darmstadt. Ja. Na, da wäre zum Beispiel, na, wenn sie da auch noch 3 Punkte einfahren, dann kann man sagen, ah ja, vielleicht ja, hat der Trainerwechsel, hat er dann unterm Strich trotzdem was gebracht. Er hat ja damals, wie der Bo Svensson gekommen ist, hat es ja auch diesen Ruck durch die Mannschaft gegeben. Da haben die ja auch ein Spiel nach dem anderen, haben sie Punkte eingefahren. Mhm. Also, ja, ist, tja. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht an diesen Trainereffekt, sage ich euch ganz ehrlich. Den ja, ich so heute, richtig, Babaleis. Ich glaube auch nicht so richtig daran, aber wer sich heute das Dopa angeguckt hat, hat den Heidel gehört, der hat das richtig gut zusammengefasst. Der meinte, klar, wir haben nicht jedes Spiel gut gespielt, aber es gab so viele gute Spiele, die wir hatten bis zur 85., 86. Minute und dann kommen individuelle Fehler und da kann ein Trainer nichts für. Wenn einer über den Ball rutscht, wenn ein Elfmeter verursacht, wenn da keine Ahnung was passiert. Ne? Das sind halt die Sachen, wo ein Trainer nichts für kann. Nimm doch nur, jetzt kommen wir zwar wieder auf Bayern, aber das ist immer so ein guter, Vergleich. Ne? Nimm doch nur mal, wie Mainz gegen Bayern München gespielt hat. Lass mal doch mal ehrlich sein. Ne? Also da könnte man ja jetzt nicht hingehen können und sagen, naja, das Spiel ist 1-3 ausgegangen, aber die Bayern waren ja auch drückend überlegen. Stimmt ja gar nicht. Mainz hat einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt. Richtig, die Mainzer hätten in dem Spiel die einen Punkt verdient gehabt, weil sie hatten Torschancen, sie haben Bayern auch unter Druck gesetzt. Also man sieht, wie du schon gesagt hast, Babaleis, ich bin auch nicht so ein großer Freund so mit Trainerwechsel und da kommt so ein Aha-Effekt oder der einzige Effekt, das ist, was ich eben gesagt habe, ist, dass die hinten dran sind, dass die auf einmal wieder eine Chance bekommen oder ihre Chance sehen. Neuer Trainer, ja, aber wenn ein Trainerwechsel, für mich, ich würde sagen, okay, es liegt am Trainer, wenn der Trainer jetzt innerhalb von einer Woche das ganze System umgedreht hätte, ein ganz neues Spielsystem auf den Platz legen würde. Na, aber wenn er mit dem gleichen System spielt, mit fast den gleichen Spielern spielt, liegt es nicht am Trainer. Klar, die Motivationsrede ist anders und hier und da, psychisch spielt eine Rolle mit, ne, alles drum und dran. Aber wie der Heidel schon zusammengefasst hat, es sind individuelle Fehler passiert, die den Mainzern eine ganze Menge Punkte gekostet haben. Also ich glaube schon, dass der Trainereffekt, dass es den gibt. Der bezieht sich aber logischerweise immer nur auf das erste Spiel des neuen Trainers. Und ich glaube, von der Psyche her ist das schon
kann das bei den meisten Mannschaften, wo ein Trainer rausgeschmissen wird, kann es schon erstmal was freisetzen. Ja, Aufbruchsstimmung, wieder dieser, bei Union, wir reden ja seit Wochen darüber, die haben ja jetzt auch nicht immer schlecht gespielt. Die haben jetzt nicht immer gut gespielt, aber auch nicht immer schlecht. Die müssten nicht von dem, was sie gespielt haben, da stehen, wo sie stehen. Und auch in der Champions League hätte man mehr Punkte haben können von dem, was sie gespielt haben. Aber, ja gut, das ist dein gutes Recht. Aber man braucht diesen positiven Funken. Ne? Man braucht irgendwas, irgendwas muss da, man braucht irgendwann ein Erfolgserlebnis, wenn man so viele Spiele am Stück nicht gewonnen hat. Und oftmals ist halt dann so ein Trainerwechsel, diese Aufbruchsstimmung, die neue Motivation, frischer Wind, alles ein bisschen anders. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen, man kennt es vielleicht von sich selber aus der Arbeitswelt, man hat einen Job, wo man sie nicht so Bock hat, man fühlt sich nicht wohl, ja, die Arbeit, die Kollegen, irgendwie Kacke, und dann macht man einen neuen Job und auf einmal ist alles geil. Man denkt, ach, guck mal hier, neue Motivation, so. Aber das geht dann auch weg, wenn der Alltag wieder eintritt. Ja, ich glaube, ja, von der Psyche her ist das ein bisschen so zu vergleichen. Dein Jobbeispiel passt nicht ganz, allein schon aus dem Grund, wo du meinst, du hast auf einmal einen neuen Job. Die haben ja einen neuen Trainer bekommen, das heißt, du hast einen neuen Vorgesetzten bekommen. Ja, es ging jetzt vom es ging jetzt von dem, was es psychologisch ausmacht. Es war jetzt kein 1:1 Vergleich, sondern ne, ich glaube halt einfach, keine Ahnung. Man braucht halt, wenn man in so einer Negativspirale drin ist, braucht man irgendeinen, der einen die Hand reicht, und so ein Ereignis ist dann mal etwas, was freisetzt. Ja, aber relativ schnell. Immer vor die Mannschaft gestellt, der Borussia Dortmund. Hat nie die Mannschaft öffentlich kritisiert. Ja. Die Spieler haben auch, wie ich gehört habe, als sie erfahren haben, dass er zurücktritt, haben viele Spieler auch geheult. Also sie waren nicht gerade glücklich darüber, dass er geht. Man kann ja auch aus Freude heulen. Ja. Nein, aber wir haben bei Union Berlin ja was Ähnliches. Viele hier sind ja auch der Meinung, also und auch da draußen, dass der Urs Fischer eigentlich der richtige Mann ist. Trotzdem muss man dann irgendwann schon mal überlegen, kriegen wir ohne das Starthilfekabel, kriegen wir die Batterie wieder an oder nicht? So, und das ist halt, manchmal braucht es halt irgendeinen externen Einfluss. Wir hatten das bei Union Berlin gehabt mit, hier, wie hieß er, der Fofana, wo ich gesagt habe, naja, wenn man da mal auf den Tisch haut und mal einen irgendwie suspendiert, vielleicht macht das was. Irgendwoher brauchst du einen Impuls, einen Ruck, der durch deutsche Mannschaften geht. Warte mal ganz kurz. Ding, 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 Tacho-Alarm. Ohne das Startkabel, ne? Aufschreiben, mein Freundchen. Erwischt. Ich dachte, den kriegst du durch. Nein, Quatsch. ja, und deswegen glaube ich halt an diesen Trainereffekt. Aber meistens muss man auch sagen, oder oftmals verpufft der halt auch relativ schnell. Ja, das ist so, wie wenn du deine Batterie voll machst oder Starthilfe gibst, machst das Auto an und hältst 3 Meter später wieder an, dann ist die Batterie halt, wird die immer noch leer sein. Ja, aber Toto, was sagst du denn, um mal zu auch die Leipziger auch mal zu analysieren? Kannst auch gerne was zum Vorhergesagten sagen, aber erstmal vielleicht ein, zwei Sätze zu den Leipzigern. Wie kann es sein, dass sie sich scheinbar gegen kleinere Mannschaften so schwer tun, nach dem Unentschieden zu Hause gegen Bochum mit der Niederlage in Mainz? Ja, ist ganz einfach damit zu erklären. Man muss sich ja nur die Mannschaft von Leipzig anschauen. Erstens mal ist es eine sehr junge Mannschaft und es ist eine Mannschaft, die noch nicht wirklich lange zusammenspielt. Man hat im Sommer tragende Säulen verloren. Man hat aber auch schon davor die Jahre gute Spieler verloren. Es ist eher muss man die Frage stellen, oder man muss eher hervorheben oder vorloben, dass man es schafft, wieder in dieser Spitzengruppe zu sein und auf die Frage zu kommen, ob man mit der Spitzengruppe, also eine Spitzengruppe gibt es ja nicht. Also es gibt den FC Bayern München und da wird Leipzig auf die Saison gesehen nicht mithalten können. Mit Leverkusen und mit Dortmund werden sie mithalten können. Allerdings würde ich schon sagen, dass Leipzig dieses Jahr nur Platz 4 erreicht, hinter Dortmund auf 2 und Leverkusen auf 3. Und die Ausrutscher, ja klar, das ist völlig normal. Das kennen wir aus der Bundesliga, das, was ich auch immer sage. Die Bundesliga ist stärker, als der ein oder andere vielleicht denkt. Es ist nun mal auch unheimlich schwierig, in Mainz zu spielen. Das guck dir die Ergebnisse an, guck dir die letzten 5 Jahre an, nimm die Top-Teams und guck dann, wie sie in Mainz gespielt haben. Die haben sich alle immer schwer getan. Ja, und so ein Spiel wie Bochum, okay, das passiert auch einmal in einer Saison, das kann
immer mal passieren, dass du, was weiß ich, Torschussverhältnis 25-1 hast, hast auch noch 2 Elfmeter im Spiel, aber der Ball will irgendwann oder will einfach nicht ins Tor rein. Das hast du einfach, aber ich wollte jetzt bei Leipzig überhaupt gar keine Krise herbeirufen oder sonst irgendwas. Nein, sie haben das Spiel verloren in Mainz. Okay, kann passieren, junge Mannschaft, da hast du immer Formschwankungen, aber Leipzig wird ihren Weg gehen, haben eine ganz tolle Mannschaft und für mich ist eher erstaunlich, dass sie es wieder geschafft haben oder wahrscheinlich schaffen werden, wieder unter die Top 4 in der Bundesliga zu kommen, mit den Abgängen diese Saison. Ja, das ist ein klares Statement. Erstmal vielen Dank an Dancing60 für das Prime-Abo. 2 Monate in Folge, vielen Dank für den Support. Mega. Ja, also klar, die Mannschaft ist jung, da wird viel hin und her gewurschtelt. Ja, scheinbar fehlt dann doch ein bisschen die Konstanz, um ganz oben mit anzugreifen. Das kann durchaus der Fall sein. Es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sich das für beide Mannschaften entwickelt nach diesem Spiel. Sowohl bei den Mainzern, Toto ist, glaube ich, relativ optimistisch, wie das mit dem Trainer weitergeht, ob sich da jetzt langfristig eine Steigerung sehen lässt. Kommen wir mal dann, wenn wir schon im Abstiegsbereich sind, kommen wir mal zu unseren 2 Neulingen. Diese Grafik habe ich natürlich erstellt, bevor heute das 2. Spiel zu Ende war. Und überraschenderweise haben die Heidenheimer gegen Stuttgart gewonnen. Das heißt, sie haben so ein bisschen einen Negativtrend gestoppt, auf den ich hinaus wollte. Aber wenn wir uns das jetzt bei Darmstadt angucken, haben jetzt gegen Bochum verloren. Am Freitag war das Spiel, ne? Freitagabend meine ich. Das 8-0 natürlich bei den Bayern, davor Niederlage gegen Leipzig. 3 Niederlagen am Stück, 2 gegen 2 gute Mannschaften, aber es geht in der Tabelle schon langsam nach unten. Und auch die Heidenheimer haben die letzten Bundesligaspiele nicht gepunktet gehabt, waren auf dem Weg Richtung Abstiegsbereich oder Abstiegszone, nachdem sie ja doch besser gestartet sind, als viele gedacht hätten wahrscheinlich. Frage in die Runde und jetzt seid nicht scheu, ergreift gerne das Wort. Babalais, vielen Dank dir für die 12 Bits. Frage in die Runde. Wie seht ihr den Trend da unten, die Entwicklung? Union ist jetzt auf Platz 16 angelangt. Die Kölner und Mainzer geben sich, wechseln jede Woche die rote Laterne durch. Darmstadt und Heidenheim rutschen langsam unten rein. Gerne einfach mal in die Runde. Also für mich ist ab Platz 10 alles Abstiegskampf. Ja, ab Platz 10, alles, was da drunter ist, Abstiegszone. Und da wird man gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Das sind für mich alles Mannschaften, ne? Wenn ich jetzt Augsburg runterrechne bis 1. FC Köln, da kann im Grunde genommen alles passieren. Alles. Ja, die sind auch ungefähr alles, wie man so schön sagt, alles ungefähr gleich. Kaum qualitativ große Unterschiede. Ja, gut, natürlich, wir haben mit Heidenheim und Darmstadt 2 absolute Außenseiter, aber wir haben ja gesehen, die Heidenheimer sind immer von der Überraschung gut, ne? Haben ja zumindest mal von der Tabellenposition ja ein absolutes Spitzenteam geschlagen. Also augenzwinkernd, ne? Aber wie gesagt, Stuttgart ist immer noch Dritter, ja? Also das sind Big Points, kann man so oder so sehen. Es wird mit Sicherheit ein spannender Abstiegskampf werden dieses Jahr, so wie immer. Ja, ich kann nur dazu sagen, es sind natürlich immer diese wichtigen Spiele. Jetzt kann man hingehen, kann sagen, ja, von 1 bis 34 sind immer alles wichtige Spiele, aber diese Spiele, die du halt eben, wenn du unten drin stehst, auch einfach dann auch für dich entscheiden musst. Und da war, wie jetzt am Freitag, ja, für Darmstadt zum Beispiel, ne, die haben jetzt 2 Heimspiele gegen direkte Konkurrenten, die halt eben unten auch in diesem Abstiegskampf sind. Ne? Das erste Spiel am Freitag gegen Bochum. Und nächste Woche spielen sie zu Hause gegen Mainz. Ja, was passiert? Ja, das wichtige Spiel gegen Bochum haben sie schon mal verloren. Mhm. Dann nehmen wir den 1. FC Köln. Ja, für die Kölner ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Augsburg. Sie schaffen es nicht, die 3 Punkte einzufahren. Ja, holen halt eben auch im direkten Duell mit einem Abstiegskandidaten, holen sie nur 1 Punkt.
Ja, und das ist dann einfach, wenn ich sowieso mal gerade 5 Punkte habe, ist das natürlich viel zu wenig. Ne? So, und wenn ich dann heute, nimmst du selbst Bremen, na, die heute gepunktet haben in Wolfsburg, wo wahrscheinlich auch kaum einer mitgerechnet hat, ne, haben einen wichtigen Punkt geholt. Aber für mich die Überraschung an diesem Spieltag nach Mainz ist natürlich Heidenheim. Ne? Die haben natürlich gegen einen, der oben steht, haben die 3 wichtige Punkte geholt, ja, und haben jetzt mit 10 Punkten, also noch 10 Punkte, ja, 10 Punkten, haben sie sich erstmal ein klein bisschen Luft verschaffen. Ne? Also, wie gesagt, da unten. Oder nimm selbst die Gladbacher. Ne? Darf im Grunde genommen überhaupt gar nicht passieren. Ne? Die genauso in diesem Abstiegskampf mit drin sind. Ne? Die führen, ich meine, sie haben sogar 3-0 geführt. Ne? Und am Ende springt dann 3-3 raus. Also haben für mich auch im Abstiegskampf 2 wichtige Punkte verloren. Und so ist halt eben immer für die, die da unten drin stehen, ist für mich halt eben immer die Frage, naja, da wo es drauf ankommt, na, da müssen sie im Grunde genommen 100% fokussiert sein und müssen dann auch die Punkte einfahren. Und das, was sie gegen die Spitzenteams noch mehr oder weniger durch Glück oder Schiedsrichterentscheidungen, na, nimmst Bochum gegen Dortmund oder du nimmst Bochum gegen Leipzig oder auch Heidenheim in Dortmund. Das sind alles nur noch so, das ist so Zubrot. Ne? Da kannst du ja nicht mit rechnen, aber die direkten Duelle, die musst du gewinnen. Ne? Und da sehe ich für manch einen da unten, da sehe ich wirklich schwarz. Ne? Ja, das stimmt. Das sind durchaus Mannschaften da, die man vielleicht nicht ganz so erwartet hätte. Babalais, was sagst du zu den Entwicklungen jetzt da unten am Wochenende? Für dich überraschend oder hast du damit gerechnet? Und vielen Dank dir natürlich für die ganzen Bits, mein Bester. Ich sehe es als Zufall alles. Alles Zufall, Momentaufnahmen, die paar Punkte, die sammeln werden. Ich bleibe bei meiner Prognose am Anfang der Saison, dass Heidenheim und Darmstadt runtergehen werden und der Rest wird dann darum spielen, wer in die Relegation kommt. Köln mit ein bisschen Glück, in der Winterpause vielleicht nochmal, obwohl jetzt mit der Aufstellung war schon viel besser als mit dem Selke und sonst was da, wieder mit 2 Stürmern zu spielen, der Uth ist wieder zurück, gibt ein bisschen, also spielerisch waren die schon ein bisschen besser als die letzten Spiele. Die letzten Spiele war ja, keine Ahnung, so eine A-Jugendmannschaft sah das ja aus. Viele Spieler, die wieder rein rotiert sind in die Mannschaft, die verletzungsbedingt gefehlt haben, sind wieder da, glaube ich, schon dran. Aber wie gesagt, Darmstadt, Heidenheim, Momentaufnahme, die sammeln ihre Punkte am Anfang und danach wird es richtig schwer für die, wenn die anderen Teams mal Fuß gefasst haben in der Bundesliga. Gladbach, Bremen wird nichts damit zu tun haben. Die sammeln immer fleißig überall peu à peu ihre Punkte. Augsburg, immer wieder so ein Kandidat, der unten was damit zu tun hat und auf die letzte Kante noch irgendwie ihre Punkte sammeln. Bochum habe ich euch prophezeit. Die letzten Mal aus den nächsten 4 Spielen bei dem Programm werden sie 6 Punkte holen. Die ersten 3 haben sie eingefahren. Warten wir mal ab, was passiert. Wird alles wird knapp, aber man merkt schon, die Schere ist, wenn du es als Aufstellung nimmst, du hast einen Sturm, du hast eine Abwehr, aber du hast kein Mittelfeld diese Saison in der Tabelle. Die Tabelle fehlt, also die Mitte fehlt komplett. Die europäischen Plätze sind so gut wie vergeben, gerade jetzt schon. Ne? Also da sieht man schon eine Tendenz. Und wer mit oben zu tun haben wird, wer mit unten zu tun haben wird, ein bisschen wackelig wird es für Wolfsburg. Da weiß man noch nicht, wo es hingeht, nach oben oder nach unten. Aber ansonsten erkennt man schon eine klare Tendenz, für wen es wo hingehen wird diese Saison. Oder zumindest bis zur Winterpause, sagen wir. Was in der Winterpause passiert, wird man sehen. Was nach der Winterpause passiert, wird man auch sehen, wenn der Afrika-Cup beginnt, welche Mannschaften wie halten können. Gerade oben wird es spannend, gerade bei Leverkusen, bei Dortmund, bei Bayern hat, glaube ich, einen Spieler, Masraoui. Ne? Choupo, Bounassar. Ja gut, die zähle ich nicht als Bayern-Spieler. Bei der dünnen Personallage, ja, weiß, ob Bayern, unsere Mitte was kommt. Werden,
die werden definitiv nachlegen, die Bayern. Die sind jetzt schon in Verhandlungen, glaub mir. Da wird was kommen und ansonsten habt ihr noch einen guten Spieler auf der Bank gehabt. Diesmal haben wir gar nicht erwähnt. Ja, guter Pavlovic hat Vorlage gemacht. Ja. Mega Szene mit vollem Körpereinsatz, Tor vorbereitet. Habt ihr gar nicht erwähnt. Ja, das war zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel durch war. War schön, ja, dass der Einsatz, den wir gefordert haben gegen Saarbrücken, wunderbar. Das ist genau das, was wir vermisst haben bei dem einen oder anderen gegen Saarbrücken. Ja, wenn er das jetzt noch etliche weitere Male zeigt, dann wird er vielleicht irgendwann, oder ist es auch schon, wir wissen es nicht, dann ist er vielleicht irgendwann eine Alternative. Aber Toto möchte was sagen dazu, glaube ich. Ich wollte nur sagen, wenn der weiter so kickt, dann spielt er im Winter für Südafrika den Afrika-Cup. Ja, aber Afrika-Cup ist ein gutes Thema. Das wird einige Mannschaften, wird das noch sicherlich hart treffen. Vor allen Dingen den VfB Stuttgart, weil ich glaube, ich weiß eigentlich, ist jetzt einfach komplett ins Blaue rein. Ich weiß gar nicht, also er ist Afrikaner, ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Land und ob die dabei sind. Erzähle ich ja gerade Quatsch, begebe ich mich gerade gefährliches. Girassi ist Afrikaner, ja. Er ist Afrikaner, er spielt für Guinea oder sowas, meine ich. Warte, lass mal kurz. Ist schauen. Auf jeden Fall beim Afrika Cup. Ist beim Afrika Cup. Ja. Okay, also er spielt für Guinea, war ich mir jetzt nicht ganz sicher, für welches Land. Aber er ist beim Afrika Cup. Und wir sehen ja Spiel Nummer 2 ohne Girassi. Niederlage in Heidenheim. Und, Entschuldigung. So wie ich gelesen habe, ich habe davon nichts gesehen, weil ich nebenbei mir das historische NFL-Spiel angucken musste. Hatte Stuttgart sehr viele Chancen gehabt. Richtig. Elfmeter verschossen, hätte das Spiel gewinnen können müssen. Aber mit dem Girassi hätten sie das wahrscheinlich. Ohne Girassi haben sie es nicht. Na, was denkt ihr, wo die Reise von Stuttgart hingeht? Wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass er dann noch, gut, ich weiß nicht, wie gut die Chancen von Guinea stehen, dass sie über die Gruppenphase hinauskommen, aber wird er sicherlich noch ein paar Wochen ausfallen. Die können frei aufspielen, denke ich. Die haben genug Puffer gegen den Abstieg, dass die frei aufspielen können. Das heißt, die werden fleißig ihre 40 Punkte sammeln und dann mal gucken, wo es hingeht. So meine Prognose. Aber gibt es einen in der Runde, der Meinung ist, dass Stuttgart nächstes Jahr europäisch spielt, sei es nur die Conference League? Don Günni schüttelt den Kopf. Nö, ich bin eigentlich genau bei dem, was ihr auch gesagt habt. Die haben jetzt 21 Punkte. Ja, die werden nach und nach werden sie ihre Punkte werden sie sammeln. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, ja, sechster Platz. Jetzt nimmst du mal Frankfurt, die mit 17 Punkten, das sind ja mal gerade, haben also die Stuttgarter haben im Moment mal gerade 4 Punkte nur mehr um Konto wie jetzt Frankfurt, die ich halt eben wahrscheinlich auch stärker einschätze und wo ich eher von ausgehe, dass die Frankfurter europäisch spielen werden. Aber die Stuttgarter haben mich bis jetzt überrascht. Aber ist schon, wie du auch gesagt hast, Mudi, ja, Girassi jetzt nicht dabei. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, weil ich immer gedacht habe, naja, die werden das kompensieren können. Und ich meine, sie haben ja trotzdem noch gute Leute. Und auch ich habe auch teilweise heute das Spiel in Heidenheim gesehen. Normalerweise hätten die Stuttgarter, ganz klar gewinnen müssen. Da waren so viele Torschancen, Latte. Allein, Günther, diese eine Szene, wo der Silas allein auf den Torwart zu. Wo er den umspielt. Ja, der brauchte nur reinzuschieben. Hat einen Torwart umspielt und wurde abgelaufen. Also es waren viele, viele Szenen, wo die Stuttgarter hätten in Führung gehen müssen. Aber gut. Aber spielerisch stark, kann man nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und man sieht in Heidenheim, da wird das so noch manch einer schwer haben, ne? Weil ich weiß auch nicht, wo die Kraft immer hernehmen. Ne? Ich meine, zurückliegend, ich weiß gar nicht, die haben, glaube ich, gegen Gladbach haben sie, glaube ich, auch 2 oder 3-0 geführt. Ne? Oder wie war das? Ne? Gladbach war das nicht.
Das war gegen Augsburg, wo sie 2-0 geführt hatten. Ne? Ja, 5-2 verloren haben. Ja, genau, wo sie ja im Grunde genommen ja auch wie, sag ich jetzt mal schon, so wie der sichere Sieger aussah. Ne? Das Spiel ist dann natürlich total gekippt. Ne? Durch den Trainereffekt. Ja, ja. Vielleicht, maybe, man weiß es nicht. Die haben den Trainer zur Halbzeit ausgewechselt. Richtig, genau. Wahrscheinlich. Die haben spontan nochmal neue Kräfte freigesetzt. Deswegen, wie gesagt, nach oben hin, da bin ich eigentlich bei euch. Also auch wie der Babalei sagt, die werden ihre Punkte holen. Wie der Toto sagt, die werden europäisch und auch du, die werden europäisch keine Rolle spielen. Ja, der Meinung bin ich auch. Und so ergibt sich dann am Ende des Tages, wir haben es schon ein paar Mal gesehen, aber ergibt sich folgendes Tabellenbild. Hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Die Unioner sind jetzt endlich oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Aber sie sind jetzt auf Platz 16 angekommen. Also spätestens jetzt sind sie definitiv im Abstiegskampf drin. Wir sprechen das heute nicht nochmal an. Wir haben das die letzten Wochen gemacht. Es war fast schon Tradition. Aber Urs Fischer bleibt wohl auch nach der Heimniederlage gegen Frankfurt auch wohl weiterhin im Amt. Ich bin gespannt, wie lange die diesen Weg gehen. Und ob dieser Weg in der zweiten Liga endet. Wir werden in den nächsten Wochen vielleicht irgendwann schlauer sein. Die Wende kommt nächste Woche. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da spielen sie nämlich bei Bayer Leverkusen. Ja, ich glaube, nee. Sollte ein Joke ja, werden. Ja, ich weiß. Sollte nee, aber Joke am 12. Spieltag, also übernächsten Spieltag in der Bundesliga spielen sie zu Hause gegen Augsburg. Die zwei jetzt gut drauf sind, aber wahrscheinlich wieder direktes Duell. Ja. Wird es die nächste realistische Möglichkeit sein, endlich mal wieder Punkte zu holen oder einen Sieg zu holen. Haben ja gegen Braga haben sie ja Punkte geholt. Aber wie gesagt, langsam wird es eng. Und bald ist ihre Hinrunde vorbei, dann hat man jeden Gegner einmal gespielt und naja. Genau, ansonsten Augsburg weiterhin auf dem Weg nach oben, zwar diesmal nur einen Punkt geholt, aber in Köln ist ja dafür, dass sie wahrscheinlich auch im Abstiegskampf hängen werden, am Ende der Saison nicht verkehrt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Frankfurter bestätigen ihren Positivtrend, bleiben oben dran. Wolfsburg haben wir auch angesprochen, komische Mannschaft, weiß man nicht, wo die Reise hingeht. Relativ gut gestartet, jetzt zu Hause gegen Bremen, 2-2, macht nicht viel Hoffnung für die europäischen Hoffnungen. Ja, und oben sehen wir es. Leverkusen natürlich weiterhin Tabellenführer mit 2 Punkten Vorsprung vor den Bayern. Und dann kommt die erste kleine Lücke. Ja, 5 Punkte zu Stuttgart und Dortmund sind es dann auf Platz 3 und 4. Ja, und die Leipziger haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Enttäuschend. 0 Punkte aus Mainz mitgenommen. Und das Einzige, was sie mit nach Hause nehmen durften, waren ihre leeren Pfanddosen. Der Rest musste in Mainz bleiben. Und ja, würde ich sagen, haben wir den Spieltag doch gut besprochen und nehmen wir uns doch nochmal ein paar kleine Minuten. Wir haben ja schon ausführlich über die Sensation am Mittwoch gesprochen. Saarbrücken fegt Bayern aus dem Stadion. Aber es war nicht die einzige Überraschung gewesen. Ich habe mal ein paar Sachen hier eingekreist. Homburg hat Greuther Fürth rausgehauen. Kaiserslautern gegen Köln gewonnen, Freiburg fliegt gegen Paderborn raus, was übrigens ich orakelt habe im letzten Tag des Live-Talk. Und ja, Hertha hat zu Hause 3-0 gegen Mainz gewonnen, was dann ja auch zu dem Rücktritt von Bo Svensson geführt hat. Toto, was sagst du zu dieser DFB-Pokalrunde? Ja, fast schon historisch, muss ich sagen. Dass so viele Bundesligisten ausscheiden, hätte ich nicht gedacht. Und ihr habt es ja, du und auch der Baba Leis habt es ja vorher gesehen, du mit Freiburg, der Baba Leis mit Wolfsburg gegen Leipzig, hätte ich auch nicht gedacht. Leipzig immerhin letzten beiden Jahre Pokalsieger geworden, also eine Mannschaft, die den Pokal eigentlich sehr gut kann. Bayern München haben wir drüber gesprochen, aber auch andere, wenn man sich anguckt, Hertha ist ja nicht wirklich gut drauf. In der zweiten Liga, die hauen dann Mainz mal locker leicht 3-0 weg. Kaiserslautern hat hier auch zwischenzeitlich 3-0 geführt gegen den FC. Also schon meiner Meinung nach historisch, diese Runde. Und ist ja auch erstmal seit, weiß ich nicht,
Ich glaube 92 war oder 92. Ne, dass nur noch 6 Bundesligisten dann auch im Achtelfinale sind. Also wirklich historisch. Genau, und jetzt kommt der Fun-Fact dazu noch. Im Achtelfinale werden definitiv 4 Mannschaften sein, die nicht in der ersten Liga spielen. Das ist doch interessant. Nach der Auslosung. Das richtig, macht ja auch ein bisschen den Reiz vom DFB-Pokal aus. Stimmt, du hast ja angesprochen, Auslosung war natürlich auch schon gewesen. Aber erstmal vielleicht, Babalais, was sagst du zu der Runde jetzt, der bisherigen? Wie überraschend war das für dich alles? War schon, wie Thorsten sagt, er sagt es historisch, ich sag krank. Na, also Homburg gewinnt. Wolfsburg habe ich vorher gesagt. Freiburg hätte nie im Leben eine gedacht. Lautern habe ich vorher gesagt, es wird ein sehr schwieriges Spiel für den FC. Ne, also gut, auf Freiburg habe ich gar nicht geschaut gehabt, sage ich dir ganz ehrlich, bei der Auslosung. Hertha, ja, Hertha kann immer gewinnen. Im Olympiastadion, ne, die haben auch eigentlich gar keine so schlechte Mannschaft. Die haben sich jetzt auch nach und nach ein bisschen gefangen in der zweiten Liga. Aber sonst, und über Bayern haben wir ja schon ausführlich gesprochen, das war, wie gesagt, also man muss es so sagen, ganz Europa lacht über die Bayern nach dem Spiel. Jetzt haben sie sich wieder gefangen gegen Dortmund, jetzt haben sie alle wieder Respekt. Aber dass eine Mannschaft wie der FC Bayern München in Saarbrücken verliert, das ist schon harter Tobak. Ne? Also Respekt an Saarbrücken. Ihr habt ja auch gesagt, ich habe das Spiel leider nicht ganz gesehen. Oder ein paar Szenen nur gesehen und die Zusammenfassung nachher. Weil ich leicht krank eingeschlafen bin. War aber wohl verdient, wie ihr gesagt habt, und gut ist. Aber ja, definitiv. Ja. Also man kann jetzt irgendwie zu sagen, Tuchel hat ja selber auch gesagt, das war jetzt nicht die erste Pokalrunde, wo der Favorit sich, ich sag jetzt mal, die Eier schaukelt und sagt, ach, irgendwann fallen die Tore, sondern es war schon Saarbrücken, die also für ihre Verhältnisse ein super Spiel hingelegt haben, ja. Obwohl die auch nicht gerade stark aufspielen in der dritten Liga, richtig, ne? Waren 15. glaube ich, haben jetzt dann am Wochenende noch unentschieden gespielt. Das ist schon heftig und wie gesagt, ist historisch allgemein auch, dass 4 Mannschaften jetzt im Viertelfinale sein werden, die nicht in der ersten Liga spielen, gab es auch schon ewig nicht mehr. Ich erinnere mich gar nicht dran, ehrlich gesagt, wann es das mal gegeben hat. Und ja, die Auslosung ist auch hammerhart, wenn man sich die Auslosung anguckt, Stuttgart gegen Dortmund. Es ist ein Kracherspiel. Dann Gladbach gegen Wolfsburg. Und ja, das sind die beiden starken Spiele. Den Rest hast du dann halt Mannschaften wie Saarbrücken gegen Frankfurt, Hertha gegen HSV, ein Traditionsspiel. Ne? Homburg Pauli, Leverkusen gegen Paderborn. Gut, da sagen wir mal schönes Losglück. Dann auch noch zu Hause. Und ob sie jetzt mit der Aufstellung. Ja, aber die. Haben wir bei Bayern auch gesagt. Also man weiß nie. Ja, aber die Leverkusener werden das ernst nehmen. Jetzt glaube ich, die haben gelernt aus der letzten Runde. Ne? War schon ein Tanz auf der Rasierklinge. Ding, 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 ding. Ja, wird notiert. Ja. Lauter Nürnberg wird ein klasse Spiel auch. Und Magdeburg, Düsseldorf, ja. Schauen wir mal. Das kann man sich dann in der Zusammenfassung angucken. Aber das kommt ja noch hinzu. Ich meine, nicht nur, dass wir schon viele Überraschungen haben, sondern Leverkusen hat, haben sie 2-0? Ne, sie haben 2-1 zurückgelegen, ne? Meine ich, 2-1 haben sie zurückgelegen. Also da sind dann auch hinten raus dann, klar, irgendwann sind die Sandhausen eingebrochen, dann ist ein Tor nach dem anderen gefallen. Aber wie du gesagt hast, ne, die haben auch erstmal ihre zweite Garde gemacht, lief nicht so ganz und das hätte auch vielleicht anders enden können. Oder auch der HSV als Zweitligist gegen den Drittligisten muss ins Elfmeter schießen. Düsseldorf als Zweitligist gegen den Drittligisten kann das Ganze erst nach Verlängerung machen. Also, es hätte sogar vielleicht noch die ein oder andere Überraschung mehr geben können. Don Günni, was sagst du, in wie viel Jahrzehnten wird man noch über diese Runde reden und hat der erste FC Saarbrücken jetzt Vestenbergs Kreuz abgelöst? Eine Sekunde noch. Eine Sekunde noch, bitte. Leverkusen lag nicht 2-1 zurück. Leverkusen hat 2-1 geführt. Okay. Danke, ja. Danke dafür. Dann habe ich das falsch. Ja, wir haben jetzt halt eben wieder ein neues Vestenbergkreuz. Ne? Ist einfach so. Ne? War damals eine riesige Blamage. Und jetzt mit Saarbrücken genau dasselbe. Ne? Also da werden die Bayern, die werden das noch lange
auf das Brot geschmiert bekommen. Ne? Könnt ihr schon an den HSV erinnern, ne? Wenn die im Pokal in der ersten Runde gegen Amateure rausgeflogen sind, oft genug, über die wurde ja auch immer geredet. Ne? Also Bayern wird halt noch lange hinterher hinken. Ne? Gut, und jetzt die neue die Auslosung, die jetzt Achtelfinale, ja, ist halt eben, ja, dann am Ende nach den Spielen, dann haben wir auch nur noch drei Bundesligisten. Ne? Wenn Leverkusen ihr Heimspiel gegen Paderborn gewinnt. Ne? Also man sieht schon dadurch dann auch zurückliegend auch schon in den ersten Runden oder in der zweiten Runde schon Bundesligisten aufeinander getroffen sind. Ja, dann geht das natürlich relativ schnell. Ne? Und es hat sich auch der ein oder andere schon in der ersten Runde sang- und klanglos verabschiedet. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, ist diesmal wirklich ist spannend. Also, ich bin mal gespannt. Ne? Ich meine, ist ja für die, die jetzt noch drin sind, ob groß oder klein, spielt eigentlich gar keine Rolle, aber ist ja für die ja auch dann mal eine Chance, nach Berlin zu kommen. Ne? Und ich hatte ja ganz am Anfang auch schon gesagt, das ist für mich auch meistens der Cup für die, die mit der Meisterschaft wenig zu tun haben. Ne? Weil gut, das Fass können wir jetzt nicht aufmachen, da läuft unsere Zeit weg. Nein, machen wir auch nicht auf. Ich habe ja, hab ja auch eben nur gesagt, also Bayern braucht den Pokal nicht, aber ja, der gut. Pokal braucht Bayern. Das ist beides stimmt nicht, aber wie gesagt, da... Also, oder sagen wir mal, da bin ich bei beiden anderer Meinung. Sagen wir es mal so. Aber da läuft uns die Zeit weg, um das jetzt noch auszudiskutieren. Als letztes möchte ich von euch, und ich bitte jeden, um höchstens zwei Wörter als Antwort. Wir fangen an mit Don Günni. Wer gewinnt denn den DFB-Pokal? Ui! Ich sage Leverkusen. Bayer Leverkusen. Toto, wer gewinnt den DFB-Pokal? Dortmund. Babalais, wer gewinnt den DFB-Pokal? Eintracht Frankfurt. Das ist doch ein bunter Mix. Ich sag, der HSV macht's. Nein, Spaß beiseite. Die Dortmunder werden das machen. Ja, ich bin gespannt. Wir haben jetzt zweimal Dortmund, einmal Leverkusen, einmal Frankfurt, ne? Ja. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. War auf jeden Fall bisher schon ein historischer DFB-Pokal, egal wie der enden wird. Über den wird man noch oft reden. Ja, wird man noch irgendwann sagen, ja, weißt du noch, das große Bundesliga-Sterben im 23er DFB-Pokal. Ich bin mir sicher, so wie heute noch über Mannschaften wie Fürstenbergs Kreut geredet wird, so wird auch über diese Runde noch lange zu sprechen sein. Wir haben Historisches miterlebt und das ist doch wunderschön. Und dieses Historische haben wir heute auch wieder aufgearbeitet. Sowohl den DFB-Pokal als auch den Klassiker, Le Classico d'Allemagne oder der wie auch immer ihr es nennen wollt, nennt ihn wie ihr wollt, macht ja eh jeder da draußen so, also könnt ihr das auch gerne tun. Babalai sagt, ich habe noch eine Frage. Eine ganz letzte Frage, ganz kurz, darfst du noch eine Frage stellen, ja. Ich habe noch die obligatorische Quizfrage an den WM-Historiker Thorsten. Ja. Die mir bitte gestattet werden sollte. Okay, schnelle Frage, schnelle Antwort. Toto, bist du bereit? Wir reden von der WM 1974. 53 Sekunden nach Anpfiff des Finales 1974 wurde der Holländer Johan Cruyff im Strafraum gefoult. Bis dahin hatte noch kein einziger deutscher Spieler einen Ballkontakt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Neeskens sicher. Es war der erste Strafstoß in einem WM-Finale. Jetzt kommt die Frage. Wer hat Johan Cruyff nach 53 Sekunden im Strafraum umgesetzt? Nicht googeln. Nee, ich google nicht. Nee. Ja, dann weiß ich tatsächlich nicht. Aber der Don Günni zeigt schon. Ich würde aber tippen auf Hölzenbein. Aber Hölzenbein, was sagt Don Günni? Also, wenn ich die Szene noch richtig im Blick habe, war das der Berti Vogts. Nein, Sven, noch ein Schuss. 74 sagst du, ne? Yes. Dann war es der Meier. Nein,
Ich habe extra die Bayern-Fans gefragt, es war der Uli. Der Hoeneß. Yes. Ja, sieh mal einen an. Das ist einer seiner wenigen Fehltritte in seiner Karriere, die er wohl hatte. Ja, und den Elfmeter damals über das Tor. Na, den gab es nicht. Den habe ich nicht live gesehen. Da muss mir erst einer beweisen, dass es den wirklich gab. Hey, ich danke dir, Babaleis. Damit hast du auch noch allen uns und allen da draußen auch noch ein bisschen Wissen mit auf den Weg gegeben. Und wir alle wissen ja, ein Tag, an dem man was Neues lernt, ist ein guter Tag. Und natürlich hast du das Ganze auch schon genutzt, weil du ein bisschen Cross-Promo machen wolltest. Weil wir tatsächlich für wahrscheinlich die Winterpause auch ein kleines Fußballquiz hier geplant haben in dieser Runde. Und wir haben da schon viele tolle Ideen und das wird eine sehr unterhaltsame Folge werden. Und ja, das war schon mal eine kleine Vorausschau, was euch ungefähr erwarten wird. Aber keine Angst, es werden auch Fragen kommen, die nicht 1974 oder älter sind. Wir werden auch da in die Neuzeit gehen. Aber vielen Dank dafür. Und vielen Dank euch da draußen, die zugeguckt haben, die im Chat geschrieben haben. Vielen Dank für die Unterstützung, für die Bits, für die Abos. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Dann verpasst ihr auch demnächst nicht mehr, wenn wir das nächste Mal live gehen. Wenn ihr den Stream unterstützen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr das sogar einmal im Monat kostenlos machen, ohne dass es euch das 1 Cent kostet. Also könnt ihr gerne tun. Macht das und guckt euch dann auch die ganzen schönen Fußball-Dokus an, die es auf Amazon Prime gibt. Na, die Wembley-Doku, die Doku der deutschen Nationalmannschaft und die tausend anderen, die es da noch gibt. Vielen Dank an euch drei, Don Günni, Babaleis und Toto. Hat mir wie immer Spaß gemacht mit euch. Wir haben dir auch zu danken. War wieder eine gute Moderation. Vielen Dank. Und dir, Babaleis, gute Besserung, dass du wieder schnell fit wirst. Ich bin negativ. Hey ho, danke. Ja, aber schönen Abend. Ne, und dir, Toto, auch noch einen schönen Abend und allen eine stressfreie Woche. Besser hätte ich es nicht sagen können. Babaleis darf noch ergänzen. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Ach, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ihr habt ab morgen einen guten Start in die neue Woche. Dankeschön. Mehr muss ich nicht sagen. Macht's gut, Leute. Bis ciao, nächste ciao. Woche. Ciao, ciao.
Thank you.